Willkommen zu einer weiteren Folge von Zelda Tears of the Kingdom. Ich werde im unteren Video oder im ersten Video gespannt eure Kommentare entgegennehmen, was ihr bis jetzt sagt. Ein paar Kommentare wurden schon laut, da bin ich auch sehr gespannt. Die meinten, es ist, und wir sind gerade erst an der Anfangsinsel, es ist ihnen zu viel mit diesen ganzen Fähigkeiten. Manche feiern das extrem. Ich finde es im Maßen cool, aber ich hoffe, dass das Spiel nicht ein einziges Rätsel, Rätsel, Rätsel wird, sondern dass man, sobald wir in der Open World sind, dass wir noch nicht sind, auch ein bisschen wieder mehr spielen und nicht nur am Quiz und Rätsel lösen sind. Aber ich denke, dafür sind ja eigentlich die Tempel da, so war es für mich immer. Aber auch hier hat ja jeder andere Geschmacksrichtungen. Ich bin eine sehr Story-fokussierte Spielerin. Deswegen, wenn ihr hier ein 100% Walkthrough wollt, den gibt es hier nicht. Ich werde mich auf die Story konzentrieren. Ich werde aber sicherlich auch Nebenquests machen. Und ich werde beispielsweise auch im späteren Verlauf des Spieles auch mal offline spielen. Nicht Story, aber vielleicht so ein paar Sachen erledigen. Nachts im Bettchen eingekuschelt. Und werde euch aber dann hier in den Videos erzählen, was ich gemacht habe. Es wird aber keine Story ohne euch gespielt. Nur, dass ihr das, also, dass ihr das wisst. Tipps und Tricks immer super, super gerne. Und über einen Daumen nach oben und Abo würde ich mich auch wie immer sehr freuen. Und meine liebe Community sagt gerade im Livestream Hallo an euch. Deswegen kommt gerne vorbei auf www.twitch.tv/live. Und somit würde ich sagen, spielen wir weiter. Wir müssen jetzt noch den letzten Schrein hier oder letzte Fähigkeit oder den letzten Schrein eigentlich machen, damit wir nämlich das vierte Herz bekommen, die Tür öffnen können zur Open World. Und ich denke, wir können hier uns höchstwahrscheinlich mit unserer Technik nach oben katapultieren. Können wir das? Ja, können wir. Ich würde aber gerne auch noch mal kurz hier nach hinten gehen. Einfach um zu gucken, dass ich hier nichts verpasse. So, was ist das hier? Kann man hier auch irgendwie abspringen? Hier kann ich wahrscheinlich auch nach oben. Oder auch nicht. Doch, kann ich auch. Okay, jetzt ist die Frage. Ich glaube, von hier kam ich doch, oder? Nee, da muss ich lang, tatsächlich. Ich würde mal kurz gerne nach oben gehen. Ich möchte nichts verpassen. Einfach gucken, was da oben sich so befindet, wenn man darüber jumpt. Da ist ja auch irgendwas Wunderbares. Wir fangen einfach mal an. Ich habe tatsächlich gemerkt im letzten Let's Play, dass ich einfach zu... Ah, ich bin ein bisschen leiser. Ich habe zu kompliziert gedacht oft. Also dadurch, dass man ja so viel Möglichkeiten hat, habe ich viel zu kompliziert gedacht. Also das ist euch sicherlich aufgefallen. Ich dachte die ganze Zeit, das muss so und so und so sein. Und da muss ich jetzt das einsetzen und das einsetzen. Aber man muss einfach am Anfang wirklich einfach nur den Spielverlauf mal folgen. Oh, ups, das wollte ich nicht. Oh Gott. So, und jetzt wohin, wohin, wohin? I did it! Woohoo! Genau. Also man muss diese Dinger hier tatsächlich perfekt timen, um hier rüber zu kommen. Und wehe, da ist jetzt nichts Gescheites. Ah, da geht's wahrscheinlich zum Tempel, ne? Deswegen muss ich da hin. Aber da hinten ging's doch auch zum Tempel. Oder gibt's hier mehrere Möglichkeiten? Oh, der Natyo-Naha-Schrein. Und es gibt hier einen Staubsauger, einen automatischen. Dies ist eine Batteriemaschine. Wenn ich Zusatzbatterien für dich herstellen soll, gib mir Sonau-Energie. Ja, möchte ich. Zur Produktion werden mindestens 100 Sonau-Kristalle benötigt. Oh Gott. Ich habe ja nicht mal einen. Die Vorräte dieser Insel sind nahezu erschöpft. Vermutlich reichen sie nicht für den Bau einer zu... Oh Gott, ich habe ja gar nichts. Jetzt fühle ich mich richtig schlecht. Okay, okay. Ja, ja. Ist in Ordnung. Ich gehe. Dann gehen wir mal rein hier in den Shrine. Ich glaube, das wird jetzt richtig übel werden. Let me think. Could it be that this will be an upfuck? Yes. You're right. Okay. Die kommen auf Verspieltes Gnu, tatsächlich. Auf dem Zweitkanal. Ist zwar uncut, aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt an einer Aufgabe eine Stunde hänge, dann cutte ich die. Weil das macht mich irre, wenn Leute das dann gar nicht cutten, aber das ist ja auch Geschmackssache. Umkehr, oh nein! Ich glaube, hier wird uns jetzt eine Menge. Ich muss Dinge perfekt timen und umkehren, damit wir da rüberkommen. So, hier fängt es wahrscheinlich schon an. Dass jetzt das hier rüber schwimmt und ich es jetzt
zum Umkehren bringen muss, damit ich hier rüberkomme. So. Und hier genauso. Oh. Oh nein! Oh nein, da schwimmt man wieder zurück! Wie nervig! Oh Gott! Okay, ich verstehe. Die Gemeinen. Also, Konzentration. So. Je, je, je. So. Das Geräusch ist aber lustig. Okay, dann muss ich jetzt hier drauf jumpen. So, damit ich hier hochkomme, um Gottes Willen. Ah! Oh Gott! Oh nein, ich bin zu früh abgejumpt. Ich hatte Panik. Okay, ist nicht schlimm. Oh Gott, das bringt mich um. Halt dich fest, Link. Bringt mich das jetzt um? Nee, oder? Das müsste ich warten, das einfach die Zeit ab. Okay, alles gut. Ich hänge hier fest. Oh Gott, zum Glück hält er sich da fest. La 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 la. Okay, hoch, 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 hoch und abjumpen, jumpen, jumpen. Oh Gott. Ja, diddlilili. Okay, okay, okay. Da müssen wir also rein. Das ist was? Ein Zeiger. Hm, der bringt uns hier hin. Ich möchte aber noch kurz dahin, weil das ist eine Kiste. Das sollte doch easy sein für uns. Wir sind doch kleine Profis. So. Profi-Modus aktiviert und hopp, 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 hopp. Holzpfeile, na super. Das hat sich ja voll gelohnt. So. Schön, dass du dabei bist, Anna Fox. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. So, das hier macht es auf und dann zu. Das heißt, ich muss wahrscheinlich einen von beiden irgendwie umdrehen. Und das wird jetzt ein kniffligeres Rätsel. Ich glaube, so leicht lassen die uns hier nicht raus. Ah, okay, ich muss die Uhrzeit richtig stellen, damit das hier zur gleichen Zeit umgeht, glaube ich. Aber erstmal gucken. Aha, aha. Da gehen die beide also... Ah, dreh dich nochmal zurück. Ich glaube immer, wenn die hier auf halb sind, oder? Aber nicht ganz. Kann es sein, dass sie einfach aufeinander liegen müssen? Ich glaube ja. Ja, ich muss die irgendwie aufeinander legen. Muss ich aber den hier nehmen, ne? Ist aber gar nicht so einfach. Ich glaube, ich muss es einfach anhalten, sobald die hier aufeinander liegen, oder? Oder wie ist es? Oder geht's so auch? Nee. Kann man die auch einfach anhalten? Oder kann ich die einfach zusammenkleben? Kann das sein? Ich muss die hier zusammenkleben. Um Gottes Willen, ich muss die verbinden. Warum geht das nicht? Und 3, 2, 1. Verbinden. Ja, Wahnsinn. Okay, also da musst du dann auch noch schalten und die andere Dinge benutzen. Interessant. Oh, Besucher dieses Bannschreins, der das uralte Böse versiegelt. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Danke. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Orte ruht.
Gib es mir! Gib es her! Ja! Oh. Oh. Ich habe keine Nase und keinen Mund mehr. Was für ein Filter ist es? Interstellar, weil dich die Musik jetzt daran erinnert. Yes, wir haben 4. So. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken, schenken, schenken. Freue mich tatsächlich. Hoffe, es geht allen gut. Ach süß, die Gnus im Chat freuen sich. Die sind alle glücklich, die sind ihre Decken gerappt. Wir haben Wochenende, draußen ist kalt. Perfekte Wetter. Raum des Erwachens. So, jetzt müssen wir wieder darüber. Und wir haben jetzt ja eigentlich die Möglichkeit, uns zu teleporten, oder nicht? Let me think about it. So, habe ich hier nicht irgendwie eine Möglichkeit? Hier kann ich mich hin teleporten. Ich glaube fast, dass es in dem Fall jetzt besser ist, wenn wir hier jetzt rüberfliegen. Brauche ich dafür einen Propeller? Ich glaube nämlich gar nicht, oder? Ich glaube, das funktioniert auch ohne. Kann das sein? Ich glaube, der fliegt auch ohne. Nee, fliegt er nicht. Ne, der braucht einen Antrieb. Habe ich denn noch einen? Ich habe noch einen, aber ich will den eigentlich gar nicht verwenden für das jetzt hier. Ich glaube, dass wir hier bestimmt noch irgendwo einen jetzt versteckt liegen haben. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass die dich jetzt hier... dass sie dich jetzt hier einfach damit alleine lassen und sagen, hier gibt's keinen mehr. Aber sie tun's tatsächlich. Sie tun's tatsächlich. Oder gibt's da oben vielleicht noch was? Oder hat vielleicht da drin der Dude noch was? Komm, der hat doch bestimmt was. Gib mir einen Propeller, Mann! Ich weiß, dass hier irgendwo einer sein muss! Voll schön. Da oben ist irgendwo ein Propeller, Leute. Ich spüre das. I can spür it. Oh, da ist eine Kiste. Schaut mal, es hat sich gelohnt. Gleiter. Oh, ich habe Gleiter bekommen. Geil. Ey, du dumme Sau. Du. Ha! So, kommst auch mit Dauerwelle nicht durch hier. Geht auch ohne, meinst du? Das sagen sie immer. Okay, der war schlecht. Was ist hier oben? Hier muss irgendwas Specialhaftes sein. Was ist denn das alles? Boah, da ist bestimmt was in der Baumkrone. Ich vermisse meinen Gleiter. Muss ich ehrlich sagen. Ich will wieder meinen Gleiter haben. Damals aus Breath of the Wild. Das war so toll, sich da oben aus den Höhlen runterzustürzen. Oh, hallo. Hier ist 100 pro was. Erzähl mir nichts. Was ist hier? Untersuchen. Ich wusste es. Oh, du hast mich gefunden, Lello. Du bist ja gar nicht Marmus. Kannst du mich etwa sehen? Ich bin ein Krog, ein Waldgeist. Hier, ich habe etwas für dich. Wenn du Maronus siehst, gib es ihm doch bitte zurück. Ein Krogsamen. Hm. Meine Freunde verstecken sich übrigens auch an verschiedenen Orten. Wenn dir etwas auffällig erscheint, solltest du dort suchen. Ja, ja, ich weiß schon. Ihr kleinen Ritzenkriecher, ihr. Okay, also es gibt keinen Gleiter, damit kann ich leben. Ich will unbedingt einen Gleiter haben. Kriege ich den später? Also jetzt nicht so ein Riesending wie hier, sondern einfach so mein... Ohne Gleiter, ohne mich, genau. Mir fehlt es irgendwie, so ein Fortnite-Gleiter. Oder haben die da drin noch irgendwas? Also soll ich jetzt wirklich meinen letzten Propeller dafür drauf... dafür geben? Danke für die ganzen Subs übrigens, ihr Lieben. Die lese ich nachher vor. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, ich kann mich teleporten. Ich teleporte mich jetzt. Mir ist es jetzt, ich glaube, dass ich von hier aus auch easy rüberkomme. Teleportieren. Let's go. Und es geht los. Ich bin jetzt zu geizig. Ich will meinen letzten Propeller jetzt nicht weggeben. Die kann man ja auch nicht mehr mitnehmen, wenn du die einmal weggegeben hast. Ohne Propeller, ohne mich.
So, und jetzt hätte ich gerne einen Gleiter. Das ist so the moment of time. Aber ich mache jetzt einfach einen auf Assassin's Creed. Oh, aber doch nicht so. So. Ich brauche keinen Propeller, meint ihr? Weil wir sind doch letztes Mal so erbärmlich abgestürzt ohne. Ich glaube, einige von euch können sich gestern erinnern, wie ich hier erbärmlich abgestürzt bin, als sie meinten, das geht ohne Propeller. Und dann haben sie sich im Chat amüsiert und mich ausgelacht. Ach so, okay. Die sagen, die fliegen von alleine los. Okay, dann machen wir das nächstes Mal. Woohoo! Der macht es so euphorisch, dass man richtig Bock bekommt, das auch zu machen. Schön. Also das Spiel ist schon sehr schön. Aber ich muss euch ehrlich sagen, gestern, als ich so im Bettchen lag, musste ich schon sagen, so, boah, weiß jetzt noch nicht, ob mir das nicht irgendwie zu anstrengend ist. Also was heißt zu anstrengend? Aber zu viel Rätsel, Rätsel, Rätsel. Aber gerade packt mich wieder ultimativ der Bock. Der Bock ist kein Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Der Spaß. Ich habe jetzt richtig Lust, wieder zu erforschen. Ah, ich muss in der Mitte bleiben. Ich war noch nicht in Hyrule. Wir öffnen jetzt die Pforten, meine Freunde. Ich glaube halt, später musst du echt dein Brain dann wirklich einschalten, wenn's da, weil du hast ja so viele Möglichkeiten und Funktionen und kannst kombinieren. Und da muss man dann schon immer, ah, okay, ich habe ja noch die Funktion und da kann ich das kombinieren und die Fähigkeit kann ich mit der Fähigkeit kombinieren. Auch gerade in den Tempeln, die es hier wahrscheinlich auch geben wird. Da habe ich schon Respekt vor. Das ist schon anspruchsvoll. Oh, guck, wie glücklich die aussieht, die Mommy. Mommy, nimm meine Licht. Du hast Herausforderungen bestanden und Segenslichter erhalten. 4 Segenslichter kann ich dir neue Kraft gewähren. Ich bitte Herzen. Du möchtest einen zusätzlichen Herzcontainer? Ja. So sei es. Wuhu. Ah, das sah jetzt aber nicht so gesund aus. Erhöht die Maximalanzahl deiner Herzen um 1 und stellt so die Lebenskraft wieder her, die das Miasma dir geraubt hat. Miasma. Bringe der Welt den Frieden zurück. Boah, ist aber eine große Herausforderung. Okay, Leute. Let's get ready to rumble! Komm schon, Link. Das Kreatin und das Eiweiß haben doch gepumpt. Die ganzen unzähligen Stunden im Gym. Die ganzen Latzüge. Die Squats. Alles muss sich gelohnt haben. Oh, ganz knapp. I'm ready. Du hast es geschafft. Die Pforte steht nun offen. Dein Körper wurde vom Miasma in Mitleidenschaft gezogen. Noch besitzt du nicht deine alten Kräfte. Doch die segensreichen Lichter, die du in den Schreinen erlangen konntest, scheinen die Verderbnis in dir schon ein Stück weit geheilt zu haben. Unsere gemeinsame Zeit war nicht sehr lang, aber es war mir eine Ehre, dir zu begegnen. Zeldas Beschreibung war zutreffend. Tears of the Gym. Bitte kümmere dich um sie. Ich verlasse mich auf dich. Also ein Tattoo, ein Piercing-Studio hat einen Dude echt gut verdient. Tschüss. Ja, Zelda Tears of the Gym. Yes, okay, Leute. Gehen wir rein in die große, weite Welt. Die mir ein bisschen Angst macht. Ach so, cool.
cool, weil sie ist, das finde ich so spannend, weil viele Leute haben ja gesagt, sie haben echt Angst, dass es jetzt, es wurde schon gesagt, es ist die alte Welt. Aber die alte Welt ist einfach mal komplett neu und komplett anders. Weswegen man hier sagen muss, es ist einfach ein komplett neues Game. Also es ist zwar die alte Welt, aber so wie man sie nicht kennt. Ich kann dir nichts nehmen. Ah, ich kann doch bestimmtes hier rückgängig machen in der Zeit hier, oder? Nee, kann ich auch nicht. Okay, kann ich dann hier irgendwo hochjumpen? Synthese. Ich gehe jetzt einfach mal runter, bevor ich wieder zu kompliziert denke. So, kann ich hier jemanden die Zeit zurückschenken? Oder ist es etwa meine Pflicht, hier einfach runter zu jumpen? Boah, da geht's ja wirklich runter zur alten Welt. Also ist es hier oben, also gibt's verschiedene Ebenen, ne? Hätte jetzt eigentlich schon gedacht, dass ich das hier... Ah, okay. Ja. Und schlupp! Ich bin's, ein Spermium, und ich komme jetzt in deine Eizell, in deine Ding, dein Eierstock, nein. So. Gilt das hier wieder genauso? Oder kann man hier wieder irgendwas anderes machen? Oder muss ich hier wieder rüber schlüpfen? Da kann ich 100 Pro wieder hochschlüpfen. Yes, schlüpf! Halt! For Tears of the Gym Bars, Legends of Zelda vs. Wild. Untersuchen. Ist das Zelda? Oh, mein Master Schwert wurde gepimpt, oder? Ja, bitte. Dreht die Zeit zurück. Ach, ich hab's ihr jetzt übergeben in einer anderen Welt, oder? Ach, ich hab das so weit zurückgespult, dass sie das jetzt in der Vergangenheit wieder bekommen hat. Als sie noch nicht verschwunden ist. Jetzt weiß sie, dass in der Zukunft es nicht so gut läuft, ne? Ich glaube schon, weil es war so ein tickendes Geräusch und Zelda ist ja mittlerweile nicht mehr da. Das heißt, es ist doch die Vergangenheit Zelda gewesen. Link, bitte finde mich. Okay. Ich will da nicht runterspringen. Auf nach Hyrule, neuer Zielpunkt. Muss ich da jetzt runterjumpen wie so ein Irrer? Und wer fängt mich auf, wenn es mir mal nicht gut geht? Hä? Warum muss ich immer alles machen? Oh Gott, ich muss da wirklich hin. Wie soll das aussehen?
Wie soll das aussehen? Ich bleibe lieber hier oben. Okay, soll ich da jetzt wirklich runterspringen? Also, ernsthaft? Habe ich nicht einen Gleiter oder kann ich nicht irgendwas zurückspulen? Ehre Abfahrt! Oh mein Gott, er macht's wirklich. Link, weißt du, beschleunigen? Wie stellst du dir das vor? Link, oh Gott. Krass, oh krass, oh mein Gott. Wow, look at this. Krass. Wohin? Dahin. Aber muss ich nicht im Wasser landen? War da nicht was? Sterbe ich nicht, wenn ich hier... Ich glaube, ich muss hier landen, ne? Das wird sonst nichts. Platsch. Kinder, das überlebt man im echten Leben nicht, also bitte nicht nachmachen, ne? Wir wissen Bescheid. So, wir sind endlich unten. Ich habe endlich wieder was... Ich habe endlich wieder Boden an den Füßchen. Das da oben hat mir nämlich gar nicht gefallen. So. Also, weil ich einfach die ganze Zeit in der Luft war und keine Möglichkeit hatte, Ebenen zu... Oh, Sonnenfleckchen. Endlich wieder in Hyrule. Ja, Wiese, 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 Tiere. Alles schön. Ja, endlich. Vulkani und Schlossi und Wasserli und da hinten Erdi und... Oh, und Wüsti. Oh, ich bin so glücklich. Jetzt muss ich erstmal jemanden umbringen dafür. Und ihr seid perfekt dafür. Ich habe euch nämlich noch nicht getötet. Das sind wieder meine Goblin-Arschlöcher. Alles ist wieder da. Es ist wieder wie davor. Kommt her, Schweine. Ich mache euch fertig. Erstmal einen schönen Kopfschuss für euch alle. Du da oben. Oh. Ja, willkommen zurück, Mann. Ich fühle mich wie immer. Ich treffe nämlich nichts. Oh, Moment mal, halt. Bitte schieß dahin, bitte schieß doch dahin. Hör auf, die anzuvisieren. Nein, genau das wollte ich machen. Bist du des Wahnsinns? Bist du des Wahnsinns? Er hat seinen Homie gekillt. Oh Gott. Hey, Hyrule Grass. Okay, er hat einfach alles selber getötet. Aber ich habe keinen Gleiter. Ich würde dir gerne hochfliegen. So, jetzt, Kollege. Was ist los mit dir? Braucht man eine gescheite Waffe. Das funktioniert hier so nicht. Hier. Spüre den Schmerz. So, gib mir deinen Shit. Goblinhorn. So, und du Schwein, kommst jetzt mal runter da oben. Erstmal schön ins Gesicht schießen. So. Oh, was sind das? Ein Sonnenfleckchen. Ich will wieder ein Pferd, ich will alles. Ich will Pferdi, ich will Hyrule Grass. Ich will fliegen wie bei Marvel. Zum Frühstück ein Goblinhauer und zum... Ach, ich kann's nicht übersetzen. Ich habe gerade das... Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Was ist das hier? Ist das Dreck? Ah, Knochen. Ha! Kann ich nichts machen. Ein Schild. Tasche ist voll. Ach, es ist schön. Endlich wieder back. Da hinten ist ein Tempel. Und da hinten noch, auch noch. Die zwei Tempel machen wäre eigentlich gar nicht schlecht. Würde ich gerne kurz machen, weil ich würde so viel sammeln, wie es geht. Einfach, damit man so ein bisschen... Da hinten ist auch ein Tempel. Einfach, damit man so ein bisschen Herzen hat. Boah, sind da drei Stück gleich. Ich mach den da hinten jetzt noch. Und dann gehen wir weiter. Dann haben wir nämlich gleich mal wieder vier. Und dann hat man nämlich den Vorteil... Aber eigentlich ist es blöd, ne? Ich sollte jetzt einfach mal hier bleiben. Da vorne ist auch einer. Weil ich hätte gern etwas, damit ich schneller bin. Ja... Geh lieber danach zum großen Turm. Ja, ich werde schon gewarnt im Chat. Nö, bleib auf der Pforte, hör auf. Jetzt so viel Tempel, ich muss die alle machen. Also da werde ich zum Beispiel auch viel dann machen, wenn ich halt im Bettchen liege und Spiel grinde an Tempelchen. Weil, also nicht super viel, aber wenn mich die Sucht packt, mache ich das ohne euch. Aber Story natürlich nicht, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Hier gibt es so viel zu entdecken. Ich bin endlich froh, dass ich wieder hier bin. Ich bin ja so froh, dass ich wieder hier bin. Hm. Wieso habt ihr leuchtende Augen? Oh, Entschuldigung. Oh. Das war aber arm. Muss man denen so arme Soundeffekte geben? Das hat ja richtig wehgetan. Das hat man voll gehört. Hm.
Okay, wir gehen jetzt erstmal zum Schloss. Da gibt es nämlich mein Segel. Das hätte ich nämlich gern. Ohne mein Segel, ohne mich. Und ich finde auch meine Waffe ganz schön sperrig. Mann, es gibt so viel zu erkunden. Ich kann nicht mehr. Und hier gibt es wieder Häuserchen. Kann es sein, dass ich hier Häuserchen bauen kann? Was sind das hier eigentlich? Aber hier will doch keiner leben. Materialdepot. Ah, bitte bedienen Sie sich bei Bedarf, bei Interesse an einem Traumhaus. Ist das Bauunternehmen Dummstar für Sie da? Das ist ein sehr vertrauenswürdiger Name. Was ist denn? Okay. Das Schloss. Da ist das Schloss. Boah, das ist krass. Was ich mir damals schon gewünscht hätte beim Breath of the Wild DLC, dass da das Schloss im Wiederaufbau gewesen wäre. Das hätte ich cool gefunden. Ich glaube, das da ist ein Teleportpunkt. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich bin mir auch gerade nicht so sicher, wo man hier jetzt hin soll. Oder muss man zuerst zum Turm gehen? Ah, okay, ich muss zuerst zum Turm. Das sieht aber nicht so gut aus. Das ist voll die Festung. Ich gehe mal in den Haupteingang. Das ist immer gut. Hallo, ich bin's und ich möchte in Ihren Turm eindringen. Oder ist es einfach ein nettes Dorf? Ein Freund. Ah, es ist ein freundliches Dorf. Ich dachte schon, das wäre böse. Da muss ich ja gar niemanden töten. Wie kann das sein? Hm? Link? Boah, dein Eyeliner ist aber auch on fleek. Seid ihr es wirklich? Wo warst du? Wart ihr die ganze Zeit? Nachdem Prinzessin Zelda mit euch losgezogen ist, um Nachforschungen, ist das Schloss auf einmal abgehoben. Alle haben sich Sorgen gemacht, besonders Diktorin Pura. Sie hat kaum noch geschlafen, weil sie die ganze Zeit herausfinden wollte, wo ihr wart. Direktorin Pura sollte sich im Gebäude mit dem Teleskop aufhalten. Bitte geht schnell zu ihr, damit sie sieht, dass es euch gut geht. Okay, fragst du nicht, was mit Zelda ist? Oh. Spähposten. Ah, wie toll. Oh. Die Hylia-Serie hat wohl auch deine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Sachen haben ein tolles Design und auch die Passform ist perfekt. Beliebt bei Reisenden, unerlässlich für Abenteuer. Die ist schlechter als meine aktuelle. Ne, die ist besser als meine aktuelle. Aber ich hab gar kein Geld. Okay, das ist aber echt frustrierend. Okay, wer ist der Pura-Turm? Da ist der Pura-Turm. Ist doch die Kleine, oder? Die doch immer in den einen anderen Turm gelebt hat. Die Experimente gemacht hat. Ist das nicht... Guten Abend! Was für eine wundervolle Nacht, oder? Hehe, du, wo hast du nur gesteckt? Robelo. Leitender Pura-Pet-Forscher. Nein, warte, erzähl mir am besten später alles. Erst einmal solltest du schleunigst zu Pura gehen und mit ihr sprechen. Seitdem ihr beide verschwunden seid, ist sie richtig mies gelaunt vor lauter Kummer. Sie sollte im ersten Stock sein. Sei so gut und geh zu ihr, damit sie sich endlich keine Sorgen mehr machen muss. Okay, ich gehe ja schon. Aha. Halt! Was machst du denn da? Ich guck nur. Das ist Joshas Werkzeuge für die Erforschung der Abgründe. Die darfst du ohne Erlaubnis nicht anfassen, sonst bekommst du riesen Ärger. Entspann dich. Irrlichter. Bam. Ist sie da? Ah, nee. Komme ich denn hoch zu der? Hier wahrscheinlich irgendwo. Da muss ich irgendwie hochkommen. Ah, da. Ist es wirklich so ein Umweg? Oder kann ich mich wieder einfach mit meiner Fähigkeit hier hochschlupfen? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Kann ich hier hoch? Tatsächlich. Geil. Nie wieder Treppen oder irgendwas. Easy. Easy. Da hinten wären auch Treppen gewesen. Geil. Egal. Hier irgendwas Feines? So Verstecke? Irgendwas Besonderes? Nee. Okay. Ich muss jetzt auf die andere Seite. Finde ich auch cool, dass sie auch neue Musik gemacht haben. Also manche Musik ist schon gleich, aber die meiste Musik ist einfach auch neu. Weil ich dachte eigentlich, sie verwenden einfach die komplett gleiche Bibliothek, aber das tun sie nicht. Oh, das schöne Haus. Die Diktorin ist fleißig. Hoch. Goldenes Haar und blaue Augen.
Direktorin Pura! Der Herr Ritter, er ist zurückgekehrt. Der Herr Ritter! Ich möchte nicht so genannt werden. Oh, du bist erwachsen geworden, oder? Das ist ja... Wo kommst du auf einmal her? Stopp! Du bist kein Gespenst, oder? Ui. Der Arm sieht ja wild aus. Puh. Eins steht schon mal fest. Wir haben reichlich zu bereden. Das ist doch die Kleine, die doch auch im Breath of the Wild in diesem Turm war mit dem Teleskop. Und die hat doch damals irgendwie einen Trank gehabt, dass sie ein Kind war. Aber eigentlich war sie erwachsen. Das heißt, sie ist jetzt wieder zurückverwandelt, oder? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, mich zu erinnern. Du und Prinzessin Zelda, ihr wolltet also die Geheimnisse von Schloss Hyrule erkunden, ja? Und im Untergrund seid ihr auf eine Mumie gestoßen, welche vor euren Augen zu neuem Leben erwachte. War so gruselig. Dann ist Prinzessin Zelda in die Tiefe gestürzt und verschwunden. Das muss der Zeitpunkt gewesen sein, als das Schloss plötzlich hochschwebte und gleichzeitig all die Ruinen herabfielen. Du bist auf einer Insel im Himmel erwacht. Der Arm, der die Mumie niederhielt, muss dich also irgendwie gerettet haben. Und dann hat dir ein fremdes Wesen das Pura-Pet überreicht. Stimmt, sie ist über 100 Jahre alt. Außer, dass der Arm vorher jemandem namens Rauru gehört haben? Aber das Masterschwert ist weg. Da kann man von Glück reden, dass dich Prinzessin Zeldas Stimme schließlich zu uns geführt hat. Es ist unglaublich. Was? Wie um alles in der Welt hast du den Sturz von dort oben heil überstanden? Rauru, soweit ich weiß, hieß doch der erste König Hyrules, von dem die Legenden berichten, so nicht wahr? Das ergibt alles überhaupt gar keinen Sinn. Nur eines kann ich mit Sicherheit sagen. Die Mumie, die du im Untergrund gesehen hast, steht gewiss mit dem Kataklysmus in Verbindung. Und was den Zustand des Schlosses und die vom Himmel herabregenden Ruinen betrifft, es würde mich doch sehr verwundern, wenn hierfür nicht auch der Kataklysmus verantwortlich wäre. Aha. Was mich jedoch am meisten fasziniert, ist die Tatsache, dass du die Stimme der Prinzessin gehört haben willst. Bitte finde mich, das waren doch ihre Worte, richtig? Wenn das stimmt, dann ist die Prinzessin also noch am Leben. Vielleicht konnte sie unter dem Schloss Hyrule Schutz finden und ruft dich von dort um Hilfe. Mhm. Es ist mir etwas unangenehm, dich direkt nach deiner Rückkehr um einen Gefallen zu bitten, Link, aber meldest du dich bitte beim Suchtrupp, der unter dem schwebenden Schloss Hyrule Ausschau nach euch beiden hält? Der Name des Truppenführers lautet Holm. Bitte hilf ihm dabei, die Prinzessin so schnell wie möglich zu finden. Ja. Die Mumie, die dir so übel mitgespielt hat, befindet sich vielleicht noch immer in der Nähe. Aber die Zeit drängt und uns bleibt keine andere Wahl. Ich zähle auf dich, Link. Ey, wie kann man mit diesen Schuhen eigentlich forschen? Das ist so unbequem. Pura, beste und bekannteste Forscherin auf dem Gebiet antiker Technologien im ganzen Land. Einst im Dienste des Königshauses forschte sie später mit Prinzessin Zelda die Sonar-Kultur und das Miasma, das urplötzlich in Schloss Hyrule erschienen war. Ihr zartes Alter von mehr als 100 Jahren sieht man ihr nicht an, da sie an sich selbst Versuche zur Altersumkehr vorgenommen hatte. Zeitweise wirkt es sogar nach Jugend. Stimmt, da war ja was. Sie war ja noch mega jung, weil sie sich quasi da, das Kleine, so sah sie früher aus. Boah, krass. Auf nach Hyrule, geschafft. Ach, witzig, da war ja was, ne? Ne, ich durchsuche das jetzt hier erstmal alles. Bam. Untersuchen. Studien nach Kataklysmus. Erste Seite. An diesem Tage bebte das Land und vermeintlich bodenlose tiefe Abgründe taten sich auf. Am Himmel begann es zu rumoren, worauf schwebende Inseln erschienen, die seither Teile von Ruinen herabregneten. Zu allem Übermaß jedoch erhob sich auch noch Schloss Hyrule in die Luft und stellte uns aller Weltbild auf den Kopf. All diese Geschehnisse scheint nur ein Begriff wahrhaft treffend zu beschreiben. Kataklysmus.
Den Abgründen entsprang eine übel anmutende Materie, die alles zerfrisst, was mit ihr in Berührung kommt. Jeglicher Kontakt führt dazu, dass der Betroffene von unheimlichem Leid befallen wird. Als wäre dies nicht schrecklich genug, umschließt diese furchtbare Substanz alle unsere Waffen und zerfrisst auch diese. Ah, wir nennen sie Miasma, deswegen ist mein Schwert auch kaputt. Mangels weiterer Erkenntnisse entschieden wir, die Insel im Himmel fortan als Himmelsinsel zu bezeichnen. Es ist nur ein Verdacht, aber anhand der herabfallenden Ruinen vermute ich, dass sie der Sonau-Zivilisation entstammen. Warum tropfe ich? Habe ich irgendwelche Schweißprobleme? Was ist denn los? Warum tropfe ich denn? Und zwar wirklich nur unter den Achseln. Also, Link, ich glaube, so ein bisschen Botox unter den Achseln wäre nicht schlecht. Wahrscheinlich hat er so Schiss gerade. Der Link schwitzt gerade, weil er genau weiß, was ihm geschieht. Von jedem Sonau weiß man sehr wenig. Es heißt jedoch, dass sie einst den Himmel bevölkerten. Trotz der offensichtlichen Gefahr, die der Kataklysmus für Hyrule darstellt, kann ich mich eines Gedankens nicht wehren. Die derzeitige Situation könnte durchaus Anlass für eine gründliche Auseinandersetzung mit der unserer Geschichte sein. Meinem Impuls folgend leitete ich sofort die Erforschungen herabstürzender Ruinen und der Himmelsinsel in die Wege. Erste Anhaltspunkte lieferten einen Bericht der Dorfvorsteherin Kakarikos über den gefundenen Ruinen mit Textfragmenten. Ich wies die Sonau-Forschungsgruppe an, in jedem Dorf in Nekluda, südöstlich des Spähpostens Quartier zu beziehen. Da ich selbst in Spähposten unabkömmlich bin, kann ich die gewaltigen Ruinen Kakaritos nur von hier aus sehen. Okay. So, das ist meine Antwort dazu. War, dass ich immer noch nass bin? Oh, süß, dieser Kartoffelsack. Na, cute. Cuter. Okay, dann lass uns mal ins Hyrule-Schlossi gehen. Da hat eh jeder Bock drauf. Yeet und rollen. Was ich aber jetzt auch gerne mal tun würde, wäre dieses furchtbare Ding hier mal zu trennen. Das ist richtig schrecklich. So, wie kann ich das jetzt trennen? Gar nicht. Ich würde diese beiden Dinger hier jetzt nämlich gerne mal... So. Wie kann man die trennen? Gar nicht. In die Tasche. Ah, rückgängig machen. Ah, so easy geht es. Okay, nice. Nice, nice, danke. Das stimmt, war nicht gut, aber wirklich. Das sieht wirklich nicht so gut aus. Da haben wir auch schon den ersten Schrein. Ich sollte jetzt hier Richtung... Ah, da ist der Trupp. Wir machen auch gleich mal den ersten Schrein. Die Schreine werde ich aber dann auch ein bisschen packen. Oh. Ich habe wieder zu viel Waffen. Da kommt nichts, wenn du pfeifst. Du pfeifst vergebens, du. So, auf den Boden. Auf den Boden. Auf den Boden. Und dann nehmen wir die Hacke. Und die können wir direkt einmal ausprobieren. Goblin-Knochen. So, komm, schlag mich. Geht irgendwie nicht bei dem. Hey, Kollege, du bleibst jetzt gefälligst down. Okay. Baby, are you down, 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 down? Was ist denn das da hinten? Hol mir jetzt diesen Leuchtkiefer. Kann ich von denen einen Pick machen? Ich habe noch keine Fotos, gell? Achso, das ist einfach nur eine Blume, die da drauf liegt. Prinzessinnen Inzian, wie Assi, das ist doch hier ein Grab, ein Denkmal jenen Seelen, die die Verheerung von unseres Zelda. Und ich schläge einfach, super, ich nehme mir einfach die Blume. Ich dachte, das wäre ein Insekt. Oh Mann. Wow! Wow! Oh, verflixt! Direktor, Direktor, Dummster, geht es dir gut? Hä? Wirkt er? Ah, was habe ich nur angerichtet? Oh nein!
Direktor Dumster, bitte verzeih, dass ich dir keine Stütze war. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Das konnte nur passieren, weil du mich erschreckt hast. Es mag nur ein Schild sein, aber für eine Abbildung von Direktor Dumster, die den Boden berührt, gibt es keine Entschuldigung, Direktor Dumster. Du kennst Direktor Dumster nicht? Dabei, es hört sich ja wie Bums war, dabei wurde es von Prinzessin Zelda höchstpersönlich ernannt. Hat dir niemand gesagt, wonach sich das anhört? In ihrem Auftrag stellte er überall diese Materialdepots auf und bildet damit das Fundament für den Wiederaufbau Hyrule's. So ganz nebenbei hat er auch noch das Bauunternehmen Dumster aus dem Boden gestampft und zu einem neuen dem für... Was tust du hier? Ich war noch gar nicht damit fertig, dir von Direktor Dumster Heldentaten zu berichten. Also jedenfalls, ich rede ja nicht gerne darüber, weil es die Leute jedes Mal vor Neid erblassen lässt, aber ich habe von Direktor Dumster... Es muss echt nur ein B ausgetauscht werden. Höchstpersönlich einen sehr besonderen Spezialauftrag erhalten. Meine Aufgaben bestehen darin, alle Ortsschilder aufzustellen, um für das Bauunternehmen Dumster zu werben. Aber das ist noch längst nicht alles. Es handelt sich nämlich nicht mitnichten um ganz gewöhnliche Schilder. Es sind Schilder, auf denen der ehrenwerte Direktor Dumster höchst selbst abgebildet ist. Jetzt verstehst du bestimmt auch, warum es für das Herabfallen eines Schildes wirklich keine Entschuldigung gibt. Genau deswegen fungiere ich hier als Stütze. Nur keine Furcht, Direktor Dumster. Ich stütze dich in allen Lebenslagen. Oh je, aber wer stellt jetzt all die anderen Schilder auf? Was soll ich tun? Lass doch mal los. Ach was, du willst auch mal stützen? Na gut, Achtung, ich lasse jetzt los. Was zur Hölle? Dafür gibt es ja eine Entschuldigung. Ach so, ich muss da wahrscheinlich dann schnell mein Ding einstellen, oder? Meine Zeit. Alles in Ordnung, ich werde ihm wohl eine weitere Schütze sein müssen. Kann ich damit machen? Kann ich hier Häuser bauen? Ach so, da kann ich mir was bauen. Das hat sogar Rollen. Ah, da kann ich dann Sachen bauen. Interessant. Geilo. Dumster kennen wir doch aus Breath of the Wild. Mit dem haben wir da doch das Dorf aufgebaut. Ja, stimmt, 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 stimmt. You're right. Krass, dass ihr euch daran erinnert. Die kleinen Schnitzels. Okay, was ist denn das hier alles? Eine Riesenlanze. Und ein Riesenzweihänder. Dafür habe ich aber keinen Platz mehr. Dann lasse ich das aber auch liegen. Wir machen jetzt mal den Tempel und dann gucken wir mal, da kann man nämlich Sachen bauen, die uns dann wahrscheinlich auch schneller voranbringen. Oh, du hast mich überrascht. Was führst du denn um diese Uhrzeit im Schilde? Gibt es überhaupt Pferde, wenn ich überall alles mit Autos selber bauen kann? Tabu Rasa haben wir mit dem erbaut, stimmt. Der Abgrund von Schloss Hyrule ist hier ganz in der Nähe und ganz gewiss nicht ungefährlich, weißt du. Auch dieser Schrein könnte womöglich gefährlich sein. Jedenfalls lauert momentan wegen des Kataklysmus hinter fast jeder Ecke Gefahr. Sei auf der Hut. Auf Wiedersehen. Ich mache jetzt den Schrein. Ich öffne den jetzt, damit ihr noch mehr Angst habt. Kann man dem Pferd dann auch einen Propeller am Hintern befestigen? Es gibt noch alle Ställe aus Breath of the Wild. Nice. Blitze werden von Metall angezogen. Cat Norm, mein erster. Pferde sind hier keine Objekte. Krafttechnik. Okay, es ist die Gym-Prüfung. Wäre echt lustig. So unterm Bauch, dann fliegt es so. Oh je, oh je, oh je. This is gonna be a fight. Okay, Round Run. Fight! Oh Gott. Oh, bruh. Dieser Schrein läutert ein Übel aus vergessenen Tagen. Du, der ihn besuchst, folge unseren Anweisungen. Weiche Angriff mit einem Sprung zur Seite aus. Nutze die so entstandene Gelegenheit für einen Gegenangriff. Das ist ein kleines Tutorial, das ist süß. Yeet, 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 yeet. Weicher Angriff mit einem Sprung nach hinten aus. Ja. Okay.
Und yeet. Yeet, 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 yeet. Pariere zum richtigen Zeitpunkt einen Angriff mit dem Schild, um den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ich finde, ich hätte Synchronsprecherin werden müssen. Da ist wirklich was verloren gegangen. Oh, nice. Du kannst Kraft sammeln, um einen aufgeladenen Angriff auszuführen. Triff möglichst viele Gegner damit. Okay. Gedrückt halten und loslassen. Ah ja, stimmt, da war ja was. Geil. Du hast alle Techniken gemeistert. Dir wird hiermit Zugang zum innersten Bereich gewährt. Oh Gott, ich war noch nicht fertig. Das ist auch nicht so gut, ne? So. Yeet, yeet, yeet. Macht euch alle fertig. So, Nanium-Schwert. Dann hauen wir doch mal das hier weg. Wer braucht denn das? Oh, der Goblin-Arm ist ja hardcore. Krass. Ja, das ist ja übel. Dann nehme ich den. Damit kloppe ich jetzt alle nieder. Glückwunsch, du Vogel, du hast es geschafft. Cool. Ja. Goblin-Arm kannst du nur dreimal zuschlagen. Ach so, egal, haben wir wieder Platz in der Tasche. So ein paar Ohrfeigen damit geben und dann, wie creepy das aussieht, links hin. Er macht die ganze Zeit so, der kratzt mir den Rücken oder den Arschi. Kratzt mir den Arschi? Weiß es gar nicht genau. Ja, der kratzt mir echt so den Arschi ein bisschen. Sieht wirklich creepy aus. Der Schrein ist jetzt Dawn. Dawn. Dann. Also, wie kann man die da reinschicken, die armen Leute? Link, wann bist du zum Schloss zurückgekommen? Da stehe ich die ganze Zeit hier Wache und krieg trotzdem nicht mit, wie du hier rummarschierst. Puh. Es scheint, habe ich noch eine ganz andere Menge Tränen. Oh, mein Kissen. Eine enge Training von mir. Ich habe hier nämlich für meine Beine hier sowas hingelegt, dass ich die schön drauflegen kann. Truppenführer Holm weiß bestimmt immer noch nicht, dass du wieder zurück bist, Link. Er ist oben auf dem Tor des dritten Walls. Dort auf dem Hügel hinter dem Tor. Beeile dich und erstatte dann Report. Ich bin mir sicher, dass er überrascht sein wird, dich zu sehen, Link. Ja, wenn die alle noch nicht zerfressen sind, die armen Menschen. Hallo, ihr Stinkies. Oh, die Musik ist schön. Ganz schön anstrengend, die Zelda als Freundin zu haben. Die wird die ganze Zeit entführt. Okay, dann versuchen wir mal dieses überdimensionale Tor zu öffnen, was ich nicht kann. Dann muss ich hier einfach wahrscheinlich... Also ich habe wahrscheinlich wieder Fähigkeiten, oder? Womit ich dann einfach das jetzt öffnen kann. So, hi. Wie kamt ihr eigentlich rein? Wer ist da? Wir sind alle in hoher Alarmbereitschaft. Die Suche nach Prinzessin Zelda und dem Helden Link läuft auf Hochtouren. Also hab und laufe nicht Link. Ich meine, ehrenwerte Ritter Link. Bitte verzeih, dass ich euch nicht sofort erkannt habe. Ich wusste gar nicht, dass ihr schon wieder aufgetaucht seid. Das heißt dann wohl, wir können die Suche nach euch einstellen. Ja, einverstanden? Also auf jeden Fall solltet ihr euch so schnell wie möglich bei Truppenführer Holm am Tor des dritten Walls treffen. Folgt einfach weiter diesem Weg hier. Habt ihr nicht irgendwie Telefone? Ich habe doch auch so ein Sonder-iPad. Sag dir doch einfach Bescheid, dass ich da bin. Seid ihr hier überhaupt hochgekommen? Hier soll ich weiterlaufen oder kann ich hier hochjumpen und cheaten? Ich glaube, ich muss einfach nur den Weg folgen, so wie ich es die ganze Zeit nicht getan habe. Boah, ist die Welt wieder riesig, ey. Krass. Oh, die Musik ist schön. So sad. So sad.
Diese ganze gruselige, dunkle Rauch ist bestimmt auch nicht super, den einzuatmen. Auch meine Ausdauer ist alles weg. So, muss ich mit dir reden? Diesen Bereich haben wir schon durchsucht. Leider haben wir keine Spur der Prinzessin gefunden. Warte mal, du bist dem großen Helden Link ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Pass auf, wenn Truppenführer Holm dich sieht, könnte er verschockt vor dem Tor des dritten Walls herabfallen. Wie sie die ganze Zeit sagen, Tor des dritten Walls, du Hohlkopf, geh dahin. Schon wieder alles voll, Mensch. Ich brauche mal endlich ein größeres Menü. Was ist denn das eigentlich für ein Schwert hier auf dem Boden? Ich will das hier haben. So. Oh, das war dumm. Das war dumm. Ich habe nicht bedacht, dass der ja kaputt geht nach dreimal Schlagen. Verdammt. Egal, wir holen uns noch viele weitere Goblin-Arme. Da ist er doch bestimmt. Einfach unglaublich. Zeig mal. Hui, vom Namen betrachtet kann man da echt Angst bekommen. Ich hatte vor den Abgründen bislang ja nur gerüchteweise gehört. Abgrund? Ah, spinnst du mich so plötzlich anzusprechen? Ich hätte da reinfallen können. Abgründe wie dieser sind durch den Kataklysmus entstanden. Es sind nun ja tiefe Löcher, sehr tiefe Löcher. Beängstigend, aber irgendwie spannend. Bist du hier, um bei der Suche nach Prinzessin Zelda zu helfen, genau wie wir? Jeder von uns hat Prinzessin Zelda viel zu verdanken. Deswegen lässt man sie auch alleine in so ein dummes Schloss gehen, wo es absolut gruselig ist. Und eigentlich müssten die doch mal langsam schnallen, dass ich nicht in der Lage bin, sie zu beschützen. Das ist jetzt schon das fünfte Mal, dass sie in meiner Anwesenheit... Und kaputt. In meiner Anwesenheit entführt wurde, oder? Also vielleicht kann man da ja auch mal irgendwann denken, okay, der Dude schafft's allein nicht. Wir machen das mal alles zusammen. Eine Holzkelle, dann kann ich auch jemanden verprügeln. Die Waffen, die man hier findet, sind alle zerfressen worden. Es gibt wohl auf der ganzen Welt keine Waffe mehr, deren Klinge nicht scharf ist. Ja, das weiß ich schon. Das habe ich ja selber gemerkt in meinem Master Search. So, wo ist denn der jetzt? Where's the boy? Ist er das? Ja. Als der Kataklysmus über uns kam, wurden Schwerter, Lanzen und sämtliche andere Klingen plötzlich zerfressen. Wir haben schon überall nach intakten Waffen gesucht, aber es scheint, als wäre wirklich ganz Hyrule betroffen. Reparieren kann man sie auch schlecht. Bleibt mir nur verstärken. Wo ist denn der jetzt? Muss ich hier raus wahrscheinlich. Oder muss ich da hoch? Ah, da kann man auch lang. Ja, dann gehen wir da mal hoch. Jupp, jupp, ab, jupp. Ah, das sieht doch nach General aus. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Hä? Ich werde nicht mehr. Werter Linke, seid es tatsächlich. Ich bin so froh, dass es euch gut geht. Dann ist Prinzessin Zelda bestimmt auch in Sicherheit, oder? Puh, ich bin erleichtert. Bla 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 bla. Wie bitte? Prinzessin Zelda ist nicht mit euch zurückgekehrt, aber ihr habt ihre Stimme gehört. Und nun wollt ihr euch auf der Suche nach ihr anschließen? Wie sie mal alles wiederholen, was wir scheinbar gesagt haben. Oh, ich verstehe, beziehungsweise ich verstehe gar nichts mehr. Wir sollten auf jeden Fall die Suche nach Prinzessin Zelda fortsetzen. Wir wären natürlich sehr dankbar, wenn ein Held wie ihr uns euch anschließt. Ehrlich gesagt halten unsere Erfolge sich bisher stark in Grenzen. Hier ist uns überall das Miasma im Weg. Herr Truppenführer Holm, da ist Prinzessin Zelda, was? Das erkennst du von hier? Prinzessin Zelda, ihr seid wohl auf? Irgendwie glaube ich, sie ist böse. Oh, oh nein. Huch, was?
Ihr habt sie doch auch gesehen, oder, Link? Prinzessin Zelda hat sich in Licht aufgelöst und ist verschwunden. Was geht denn da vor sich? Schnell, wir müssen handeln. Warum hat Prinzessin Zelda nicht auf meinen Ruf reagiert und sie ist einfach verschwunden? Dieser Vorfall muss unverzüglich Direktorin Pura gemeldet werden. Angesichts der Situation ziehen wir uns ebenfalls von hier zurück. Aber das wird eine Weile dauern, denn wir sind eine ziemlich große Einheit. Könntet ihr an meiner Stadt Direktorin Pura über die Begegnung unterrichten? Ja, klar, natürlich muss ich das schon wieder machen. Die ist ja nach oben geflyht. Das bedeutet, wir müssen... Wann kriege ich denn meinen Gleiter eigentlich? Ah, ich will jetzt meinen Gleiter hier runtersegeln. I want my Gleiter. Finally, give me that. Die müssen doch eigentlich alles dafür tun, dass mir diese Reise hier leicht fällt. Also, dass ich hier jetzt entspannt runterkomme und das alles entspannt mache. Stattdessen hilft mir hier irgendwie überhaupt keiner. Kann ich hier bitte runter, aber vorsichtig irgendwie so runter? Nein, nein, ja, so genau. Also kann mir da... Also ich verstehe das nicht. Warum helfen die mir nicht? Du bekommst du bald. Das sag ich schon seit 3 Stunden. Mit meinen neuen Nägeln kann ich mich überall einbohren. Oh, die Musik ist echt schön. I like diese. So. Ich komme. Also wenn sowas passieren wird, würde ich mich wirklich weit weg von dem Schloss distanzieren. Ich verstehe auch nicht die Leute, warum die immer noch leben. Bei den ganzen Katastrophen würde ich schon längst das Weite segnen. Ich will auch mal wieder Tierchen fangen. Das macht Spaß. Da hinten ist wieder ein Schrein. Hui! Und muss ich den Turm da oben eigentlich nicht aktivieren? Ist es nicht... Die Türme sind doch Teleporter. Da würde ich jetzt auch als nächstes dann hochgehen. Weil wahrscheinlich muss ich da aber erst hoch, wenn ich den Gleiter bekomme, dass sie sagt, hey, geh da hoch, dann kannst du mit deinem Gleiter runtergleiten. Der Turm ist noch nicht ready, dachte ich mir schon. Der Turm kann noch nicht. Zentralplatzebene von Hyrule. Ja, alles zerstört. Oh, da sind Schenkelchen runtergeflogen. Köstliche Schenkelchen. I need the Schenkels. Da liegen sie doch. Guck mal, diese prachtvollen Schenkelchen. Ein Geflügel. So, sehr schön. Ab in den Dampfgarer damit. Findest du das Spiel bis jetzt schwer? Also so wie es aussieht, ist alles sehr interessant gemacht. Also ich muss sagen, gestern, als ich den ersten Part gespielt habe, Tutorial, das war schon hart überfordernd. Da dachte ich schon so, um Gottes Willen, bitte nicht nur jetzt so die ganze Zeit Rätsel machen. Aber jetzt, wo ich in der Open World bin, kann das schon sehr geil sein. Also ich glaube tatsächlich, es ist anspruchsvoller als Breath of the Wild. Aber ich habe jetzt wieder Spaß. Also ich hatte gestern auch Spaß. Ich war so, als ich im Bett lag, so, boah, wenn es jetzt die ganze Zeit so weitergeht. Und jetzt kann man sich ja auch endlich weiter fortbewegen. Gestern musste man ja, ist man ja runtergefallen. Das heißt, du musstest ja irgendwie schauen, wie du das machst. Aber es war halt einfach ein schon eigentlich schlau gemachtes Riesentutorial, um das Spiel überhaupt mal zu checken. Aber es dauert ja immer ein bisschen, bis man sich auch an Neues gewöhnt. So. Deswegen, sie machen das schon sehr geil. Aber da könnt ihr mir gerne mal eure Meinung schreiben. So, bitteschön. Willkommen zurück, Link. Und hast du was herausgefunden? Was? Du hast Prinzessin Zelda gesehen vom Schloss Hyrule aus? Sie ist zu einem Licht geworden und weggeflogen? Wie sie immer alles nochmal wiederholen müssen, damit man weiß, was ich gesagt habe. Puh, du erzählst immer mehr. Aber wenn du das wirklich gesehen hast, muss ich dir wohl glauben. Das heißt, wir müssen völlig anders an die Sache herangehen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Prinzessin zu einem anderen Ort geflogen ist, dann sollten wir wohl den Kataklysmus erforschen, dessen Folgen überall zu beobachten sind. Klingt logisch, oder? Es gibt da ohnehin ein paar Orte, über die ich mir schon Gedanken gemacht hatte. Und ich bin mir sicher, dass uns deren Erforschung auch auf die Spur der Prinzessin bringen wird. Du hast das Pura-Pad bei dir, oder? Kann ich es mir mal kurz anschauen und haben? Meine Güte,
sieht das mitgenommen aus. Was hast du denn damit angestellt? Aber zu funktionieren scheint es noch. Welcher Knopf ruft nochmal die Karte auf? Ach, der hier. Aha. Ach, tut mir leid. Jetzt wollte ich auf dem Pura-Pad die Karte von Hyrule aufrufen. Aber der Kartografierturm, mit dessen Hilfe sie erstellt wird, ist noch nicht bereit. Joscha, wie steht es um den Kartografieturm? Also. Grundsätzlich ist er fertig. Aber. Oh, der Teleporter müsste noch abgestimmt werden. Der Teleporter? Das sollte doch ein Kinderspiel sein. Tut mir leid, Link. Wir werden auf Hochtouren daran arbeiten. Kannst du dich noch etwas gedulden? Mach doch einfach eine kleine Pause. Ich bin sicher, die hast du dir verdient. Dieser Posten stellt auch Wohnquartiere zur Verfügung im sogenannten Schutzraum. Dort findest du kostenlose Betten, eine Küche und so weiter. Der ideale Ort, um mal Pause zu machen. Hast du noch Fragen? Dann wende dich doch an den Wächter des Schutzraums dort. Oder möchtest du Kleidung kaufen? Dann solltest du dich mal im Ups-Laden umsehen. Ich bin dann mal beim Kartografieturm. Ja. Komm, es ist Zeit, den Kartografieturm endlich in Betrieb zu nehmen. Das mit dem Teleporter erledige ich schon. Katschika. Du hast Schalterdienst, Joscha. Katschika! Oh. Jawohl, Direktorin Pura! Witzig. Ja, aber... Ach, boah. Und ich würde auch tatsächlich noch mal einen... Eigentlich kann ich ja da direkt hin, oder? Ich glaube, die ist jetzt auch schon direkt fertig. Das ging ja schnell. Hm, das hier hin. Nein, das hier muss so hin. Und fertig. Ah, Link, bist du bereit? Auch ich habe meine Vorbereitung abgeschlossen. Jetzt sollte der Teleporter funktionieren. Fehlt nur noch eines. So, Joscha, hier drüben ist alles bereit. Betätige den Schalter. Hey! Jeet. Ach, guck mal, witzig, die Dinger kennen wir doch. Yeah. Da muss ich jetzt hoch. Uff, oder doch nicht. Wahrscheinlich schießen wir jetzt die Zelda ab. Ich nach meinem Kaffee am Morgen. Wow. Direktorin Pura! Die Kartografietürme an den übrigen Standorten scheinen alle bereit zu sein. Dann los. Jetzt bist du an der Reihe. Als erstes. Halte das Pura-Pad an die Vorrichtung dort, ja? Nice, ich hab's vermisst. QR-Code gescannt. Nice, ich muss nicht mehr Türme hochklettern, kann es sein? Oh. Oh. Oder doch? Damit ist dieser Kartografieturm nun auf deinem Pura-Pad registriert. Damit sollte auch der Teleporter-Einsatz bereit sein. Du kannst dich jederzeit auf die Plattform jedes registrierten Kartografieturms teleportieren. Na, begeistert, eine geniale Erfindung, oder nicht? Aber das ist noch lange nicht das Tollste an diesem Kartografieturm. Sein Hauptzweck ist, wie der Name schon andeutet, das Erstellen von Karten. Nur damit ist es möglich, die Topografie der Umgebung mit dem Pura-Pad zu erfassen. Juhu. Beeindruckend, oder? Zum Kartografieren muss man allerdings sehr gut mit den Parasegeln umgehen können. Aber die gibt es da nichts Besonderes für die Kandidaten. Wir konnten die Sache folglich bisher noch nicht testen. Also, wärst du dann mal so freundlich? Hier, bitteschön. Oh! Ja! Para!
Segel. Dann zeig uns mal, was du kannst. Viel Erfolg beim Abschuss. Ach geil, der schießt mich hoch. Ich werde alles vom Forschungslabor aus observieren. Ja, nice. Sobald der Abschusstest abgehakt ist, folgt eine letzte Besprechung für die Suchaktion nach Zelda. Zuerst müssen wir die vom Kataklysmus betroffenen Orte auf der Karte verzeichnen. Also komm, dann bitte noch einmal her, ja? Lass mich mal hochjieten. 3, 2, 1. Oh mein Gott. Ich bin schon beschnitten! Gott, das muss ich sogar live streamen, oder? Hä, was passiert denn jetzt? Oh, geil. Ist das geil. Tutorial? Paraglide? Boah, krass, wie hoch ein das ballert. Geil. Oh, es ist cool gemacht. Eine Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Nice, 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 nice. Deine Himmelskarte wurde aktualisiert. Cool. Kann ich jetzt meinen Gleiter ziehen? Dann komme ich ja unfassbar weit. Parasegel. Ja, lol. Krass. Krass, 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 krass. Da kannst du übel weit fliegen. Okay. Dann Sturzflug. Geil. Das ist richtig geil. Huch. Das habt ihr jetzt gehofft, ne? Nice. Das ist ja richtig cool. Das macht ja richtig Spaß. Ja, deswegen schießt du mich in die Luft. Nice. Juhu. Willkommen zurück auf festem Boden. Das war ein hübscher Flug, Link. Und konntest du die Kartenerstellung erfolgreich durchführen? Mhm. Ja, das freut mich, denn für unsere weitere Nachforschung wird die Karte unerlässlich sein. Kartografietürme findest du übrigens überall auf der Welt, also nutze sie, wann immer du kannst. Ja. So, jetzt geht's endlich ans Eingemachte. Der Kataklysmus hat nämlich nicht nur hier seine Spuren hinterlassen. Überall in Hyrule wird von seltsamen Phänomenen berichtet. Würdest du mir kurz deine Karte zeigen? Bitteschön. Ich zeichne mir das jetzt ein. Zum einen wäre da Hebra im Nordwesten von hier. Dann gäbe es Elden im Nordosten, weiter Gerudo im Südwesten und zu guter Letzt Ranel im Osten von hier. Diese Phänomene konzentrieren sich auf diese vier Gebiete. Vielleicht gibt es gar keinen direkten Zusammenhang, aber ich habe das Gefühl, das Erforschen dieser Phänomene könnte uns auf die Spur von Prinzessin Zelda bringen. Übrigens, Direktorin Pura, es gibt ein Gerücht um im Dorf der Orni, das in Hebra im Nordwesten liegt, hätte angeblich jemand Zelda gesehen. Ein Gerücht, sagst du? Eigentlich widerstrebt es meinen wissenschaftlichen Geschuldengeist, mich von bloßem Gerede beeinflussen zu lassen. Aber in der jetzigen Situation konnten selbst Gerüchte wie diese den entscheidenden Hinweis liefern. Ach, Link, ich habe übrigens auch die Leute von der Zeitung um Hilfe bei der Suche nach Prinzessin Zelda gebeten. Niemand hat den Finger mehr am Puls von Hyrule als sie. Die Redaktion befindet sich direkt beim Dorf der Orni. Wenn du in der Nähe bist, könntest du ja mal bei der Chefredakteurin vorbeischauen. Vielleicht kann sie dir irgendwie helfen. Ich werde weiterhin die durch den Kataklysmus herabstürzenden Ruinen und entspannenden Abgründe untersuchen. Außerdem werde ich mich in Dörfern und anderen Treffpunkten von Reisenden umhören. Vielleicht finden sie auch dort Hinweise zum Verbleib von Prinzessin Zelda. Die Erkundung der Phänomene liegt also ganz allein in deiner Hand, Link. Ich bin mir sicher, wir werden Prinzessin Zelda finden. Okay, das heißt, der Hinweis war klar, wir müssen zu den Ornis. Die Ornis. Wo war denn das nochmal? War das nicht im Südwesten, ne? Nie. Oh Gott, da ist wieder dieser Totenkopf. Hier war doch das, oder? Ich glaube, hier muss ich hin, oder? Oder war das hier? Ornis sind oben links genug. War das echt hier? Seid ihr sicher? Ach stimmt, hier war doch der Vulkan, oder? Da waren die Soras und Vulkan und hier unten war die Wüste.
Gut, dann gehen wir erstmal dahin. Es wurde kein Ziel festgelegt. Das hätte ich jetzt gerne als Ziel. Okay. Ich würde aber auch gerne draußen nochmal den Turm machen. Hui! Okay. Und da war doch noch irgendwo hier. Richtung Schloss. Ein Ding, den ich machen konnte. Und kann ich nicht auch bei diesem Dude schon irgendwie was bauen, was mich irgendwie transportiert, dass ich schneller bin? Was ist denn das da vorne? Eine Echse. Eine Echse. Wo war denn das nochmal? Ich habe das hier doch irgendwo gesehen. Oh, was ist das? Um Gottes Willen, was ist das? Um Gottes Willen, was ist denn das? Haut ab! Haut ab! Um Hilfe, das ist ja furchtbar. Oh, verpisst euch! Oh Gott, Hilfe, was ist denn das Furchtbares? Das ist Miasma. Oh Gott, ihr könnt bestimmt nicht ins Wasser, oder? Boah, sag mal, seid mal nicht so aufdringlich. Boah, ey. Mein Weg jeden Tag, wenn ich nachts zur Bahn laufe, ey. Aua. Das war uncool. Das war, oh, ich bin ja auch voll in die falsche Richtung. Ich muss ja dahin. Alles in bester Ordnung. Was ist das hier? Kann ich da rein? Tatsächlich. Ich habe zu viel The Ring geschaut, um das hier cool zu finden. To be honest. Oh ja. Machst du das bitte auch nochmal? Das sah irgendwie süß aus. Kannst du dich da so reinstürzen nochmal? Was sind denn das für interessante Fische hier? Tust du mir weh, wenn ich dich hole? Kann ich einsammeln? Ein Leuchthöhlenfisch. Oh, da vorne ist aber was ganz Großes, ne? Habt ihr das gesehen? Ich nehme mich auch mal mit. So, warte mal. Ich muss erstmal mein Leben chillen. Was ist das hier überhaupt alles für eine kranke Kacke? Erstmal das durchsuchen, was uninteressant aussieht, um das rauszuzögern, was kommt. Oh Gott, Mann. Das ist mir noch alles zu neu. Oh Gott, Hilfe, ey, Brudi. Komm da runter. Oh, verdammt. Was ist mit Zelda passiert? Was ist mit Link passiert? Was ist mit den allen passiert? Kommst du da mal bitte runter, Brudi? Oh, den nehme ich gern. Der ist gar nicht so stark. Okay, ich bin ein bisschen erschrocken, sorry. Keine Sorge, der Uwe ist nett. Horrorblindkralle. Die kann ich bestimmt alle kombinieren mit coolen Dingen. Also mit Waffen und so, glaube ich. Die Kralle zum Beispiel. Ja, die Fische sind irgendwie so schön hier. Komm mal her. Komm mal her, du. Ja. So, die Frage aller Fragen. Wie komme ich hier denn wieder raus? Yeah! So einfach ist es. Das ist schon crazy. Flop! Schon geil. Also, das ist schon. Ey, das ist schon nice hier, ne? So, okay, dann gehen wir dahin. Da hinten ist auch schon der nächste Turm. Fühl ich.
Ein Hyrule-Pilz. Ich mag ja Pilze, ne? Also so richtig schön gebratene, die sind schon fein. Die sind schon fein. Sollte mal was essen, mir geht's nicht gut. Komm, ich bin total am Arsch. Warum bin ich denn so am Arsch? Ist mir zu heiß? Ach so, ich bin außer Atem, deswegen. So, dann gehen wir mal weiter. Sieht alles nicht so schön aus hier. Da hinten ist bestimmt der Turm. Da hinten geht die Party, seht ihr es? Ja, so ein bisschen hier hin sogar. Nee, da rein. Ja. Dann nehme ich aber kurz den Schrein da vorne noch mit. Und dann gehen wir da hoch zu den Ornis. Ornis. Wirklich eine sehr schöne Musik. Zentralplatz. Das erinnert mich daran, dass ich Link als Charakter bei Mario Kart öfters benutze. Das hat einen coolen Drive. Vielleicht können wir das Auto hier einbauen, das wäre sehr schön. Macht es eigentlich Sinn, jetzt schon diese Gerätschaften zu bauen, um da... Ich habe ja nichts zum Lenken eigentlich, gell? Oder gibt es da schon Lenkräderchen? Da geht wirklich die Party ab da oben. Aber das ist wirklich da, wo ich auch hin muss. Dieser Turm, diese Disco. Da hinten ist auch was. Hier müsste aber auch der Schrein sein. Hier zum Beispiel. Das sind überall so Stationen, wo ich mir Dinge bauen kann, mit denen ich fahren kann. Aber ich habe halt hier eben nichts zum Lenken. Da ist eine Kiste. Ich bin nicht auf die Nüsse. Ja, nett. Das könnte ein Gegner sein, deswegen bin ich hier ein bisschen misstrauisch. Und es ist auch... Oh Gott. Das ist ein normales Verhalten von Bäumen. Ist auch ein Gegner, tut sich direkt auch so an. Yeah, Gleiter, schön, euch lieb's. Hab's so vermisst. Warte mal, da war irgendwas. Oh, das ist weg, Mensch. Also wie gesagt, so diese ganzen kleinen Dörfer, die durchsuche ich dann nachts in mein Bettchen. Weil ein bisschen was zu spielen muss ich mir auf jeden Fall auch lassen für mich. Hey. Ach, nur wegen euch schaffe ich das jetzt nicht. Oder wo ich schaff's. Blöden Schweine. So. Zelda ist auf jeden Fall, da wird auf jeden Fall im Bett gegrindet. Also heute definitiv. Wird im Bettchen gegrindet. Ishutgun Shiny. Yay! Ich mit meinen Troja-Sandelchen. War eine Bergziege. Sehr schön. Süß. Eine Bergziege. Liebe Ziegen. Ziegen machen mich glücklich. Ist wirklich so, wenn es mir schlecht geht, gehe ich immer zu Ziegen und fütter die und dann ist wieder alles gut. Ziegen sind das Leben. Und sie werden leider immer für Rituale verwendet. Das macht mir ein bisschen Angst. Windkraft. Oh, da brauche ich jetzt mein... Oh, hallo. Wen haben wir denn da? Das brauche ich jetzt, um hier hochzukommen. Ah, genau, warte. So, jetzt. Genau so wollte ich das nicht. Muss ich den mitnehmen? Ja, wir nehmen den mal mit. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir den mitnehmen.
Okay, da ist noch einen. Ich glaube, ich muss mir jetzt wieder einen Floß bauen, kann das sein? Ein Floß. Aber es ist cool, dass sie am Anfang in die Tempel das einbauen, dass man das immer wieder macht. Und wenn man dann auch mal weiß, was alles geht und was nicht geht, dann traut man sich auch viel mehr. Es ist ja eigentlich egal, ich kann es ja theoretisch. Kann ich es ja auch hierhin machen. So, und dann kann ich es verbinden. Und dann kann ich nämlich theoretisch auch einfach das ganze Ding hier nehmen. Und kann mir das ja einfach drehen. So. Und dann kann ich da theoretisch eigentlich auch das andere mal mitnehmen, für den Fall, dass ich es brauche. Ich nehme es mal mit. Kostet ja nichts. Hey, da kann ich hoch? Ich kann da hoch? Dann kann ich es mir theoretisch vereinfacht machen, oder? Kann man da hoch? Will ich da hoch? Nee, kann ich nicht. Ja, das war Absicht. Bloß nicht, Mann! Kollege! Hä? Warum? So, verbinden. So, und jetzt möchte ich eigentlich eine Waffe nehmen, mit der ich da einfach smooth drauf schießen kann. Achso, das machen beide dann schon. Woohoo! Yeet! Beruhigt euch. So. Okay, das ist also so eine Platte hier, ne? Kann ich die nicht irgendwie antatschen und dann greifen? Und dann drehen, wie ich sie will? Smooth operated. Warte, Moment. Okay, ist schon cool mit den Fähigkeiten. Drehen und halten. Ah ja. Mir geht gar nicht, wie ich will. Hm. Habe ich mir das doch zu einfach gedacht hier. Hm. Was ist das hier? Da kann wahrscheinlich so ein Propeller unten hin. Und dann kann ich da mit einem Gleiter rüber, oder? Ah, nee, warte, das muss hier hin. So. Und jetzt will ich da hoch. Jetzt will ich da hoch. Dann muss ich wahrscheinlich den hier nehmen. Greifen. Den da runterpacken. Anschießen. Nee, das geht nicht. Da ist er zu schwach für. Müssen da vielleicht mehrere hin? Ich habe ja noch mehr. Oder bin ich schon wieder dabei, zu kompliziert zu denken? Ah, doch, geht. Und dann kann ich doch theoretisch
hier jetzt meinen Gleiter aufmachen und mir die Kiste holen. Bitte lass was Tolles drin sein jetzt. Ein Opal. Ich bitte dich. Okay. Gib. Okay. Yeah, 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 yeah. Es macht alles einen Sinn. Yeah, yeah. Tüdelülülül, das hat Spaß gemacht. This makes Spaß. Da hätte ich auch, ich hätte, glaube ich, nicht durch die Decke gehen können, oder? Ich musste das ja erst. Hätte ich auch, theoretisch. Ja, hast recht. Jetzt lobt mich, dass ich es geschafft habe. Ja, zwei. Möge das Segenslicht die Kraft schenken. Schenken, 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 schenken. Schenke mir. Schenke mir. So, dann, was ist das da vorne? Da kann ich doch auch nachspekulieren. Das ist eine... Oh, Horses! Horses, Leute! Gib mir die Horse! Cool, Pferde! Ich muss dich wahrscheinlich verbrennen, aber lass es jetzt bitte nicht drauf ankommen, mein Freund. Oh Gott, da liegt wieder so ein Goblin, ne? Hat ja schon Bock, den so richtig aufs Maul zu hauen. Wenn ich aber sterbe, dann schäme ich mich. Das heißt, ich schleiche mich jetzt und dann hole ich mir das Zeug, was da liegt. Oder kann ich nicht irgendwas Tolles mit der Synthese kombinieren, dass der richtig explodet? Habe ich noch diese explosiven Früchtchen? Nee, habe ich leider nicht, oder? Nee. Aber ich kann ihn doch anzünden, oder? Aha, da liegen Äpfel, Pfeile. Speichern, stimmt, ich kann auch speichern selber. Ja, auf der Karok-Brüche möchte ich speichern. Brauche ich mich nicht schämen. I don't need to shame the little. Ich bin, würde sagen, ich bin. Oh, ein gerösteter Hyrule-Pilz. Ich würde sagen, ich bin jetzt noch in einem Stadion, wo ich mich selbst gut einschätzen kann. Ich weiß nicht, ob ich ready bin für den, aber ich kann mich ja theoretisch hier auf seine Hand drauf schleichen und mir dann die ganzen Waffen rippen. Das mache ich jetzt gleich. Komm schon, Homie. Gib mir nochmal deine Griffel, ich will nochmal oben. Allein die Hand aufs Gesicht gedonnert zu bekommen, muss sicherlich wehtun, so. 3, 2, 1 und gib mir den Geier. Ich will geiern! Jetzt! Riesiger Zweihänder? Oh ja. Mhm. Ja. Der ist auch nicht so super, ne? Okay. Gut, dann tschüss. Oh. Tschüss, mein Freund. Um Gottes Willen. Alles gut, schlaf weiter. Nichts passiert. Gut, der ist schon voll verballert. So, und den da vorne, den schieße ich jetzt ab. Nichts passiert. Nichts passiert. Oh Mann! Verdammt. Na, renn nur in die Höhle. Oh Mann! Oh. Okay, da hat es aber noch einen Wanderer. Lass mich jetzt noch kurz von der Höhle hier ablenken. Dieses Majois Leben, also in Höhlen, ja? Majoi? Oh, erschreck mich doch nicht so. Ich dachte, mir bleibt das Herz stehen. Bist du etwa auch wegen den Majos hier? Was ist ein Majos? Aha, ich habe mir doch gedacht, dass sie dich auch losgeschickt haben. Es gibt da wohl diese Kreatur, die in Höhlen hausen. Man nennt sie Majois.
Sie leuchten anscheinend blau und können sich an Wänden festhalten. Richtig unheimlich. Ah. Da waren zwei etwas seltsame Leute am Stall des Waldes. Der liegt in Eldin, nordöstlich von hier. Die beiden wollten, dass ich ihnen was besorge, das Majois hinterlassen. Ich habe sie also auch losgeschickt. Sie haben mir auch eine wertvolle Belohnung angeboten und da war ich Feuer und Flamme. Andererseits erscheint es mir etwas heikel, mich einfach so in eine düstere Höhle zu wagen. Die Belohnung ist allerdings wirklich verlockend. Okay, heißt es, ich gehe jetzt rein und hol mir das oder heißt es, ich frage erst die Leute und gehe dann rein? Oh. Hat's da nicht meine Bams? Ich brauche doch hier für Bomben, oder? Habe ich die nicht? Komm her. Du Sack. Ich habe keine Bams hier, ne? No Bams. Das geht auch so. Uiuiui, das war doch knapp. Okay, erstmal eine gescheitere Waffe nehmen. Ich mache die jetzt fertig, die Schweine. Der ist doch gut. So. Komm her! Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, es geht ja eigentlich. War gar nicht so schlimm, ausgekotzt zu werden. Ah! Okay, ich muss mal kurz was essen. Was haben wir denn hier? Wir haben doch hier so ein paar tolle Sachen gemacht. Nur so wenig bringt mir das? Ja, geht ja. Ich brauche noch einen Bogen. Okay, der ist dead. Oh. Ein Kisti. Komm her, du Sack. Wie ich den klatsche einfach nur. Witzig. Kann ich da nicht mit Synthese jetzt auch irgendwas machen oder habe ich da nicht genug Zeug? Weil Bombenzeug habe ich ja leider nicht. Weil ich hätte ja eigentlich schon die Möglichkeit, dem richtig weh zu tun, oder? So kann ich das alles nicht ausrüsten. Komm mal her. Komm her, mach das Mäulchen auf. Komm. Ja, sehr gut. So, nice. Erstmal weggeklatscht. Jupp. Jupp. Oh, ein Soldatenschild. Nice. Dann hauen wir das hier auf jeden Fall mal weg auf den Boden. So, was haben wir denn noch so? Ja, oh, ein Raubschleimi. Das ist ein Raubschleimi. Krieg ich hier bitte eine Waffe? Noch ein Soldatenschild. Cool, die sind voll stark. Dann ballern wir das hier weg. Yeah. Macht mich happy. Und dann müssen wir da irgendwie hoch. Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Was ist denn das da oben? Warum kann ich denn die Knolle da oben? Ah, ist eine Bombe gewesen. Ach, da hat es doch Bomben hier. Ach, wie gemein. Ich muss hier erstmal hoch irgendwie. Kann ich nicht einfach so regeln? Yeah, look at this. Ich muss es viel mehr einsetzen. Ich vergesse es jedes Mal. Aber ich hätte gerne die Bombe da oben. Muss ich da echt nicht hin? Ich glaube, den kann man irgendwann auch erweitern bestimmt, oder? Ich weiß nicht so recht, ob die Strömung hier zu stark ist. Deswegen mache ich das mal so. Oh, es ist nass, gell? Okay, geht. Aber die Bomben hier nehme ich mir mit. Gib mir die Bam. Der Fisch da oben. Ja! Okay.
ist hier oben, meinten die doch, oder? Komm mal runter, wir müssen reden. Ich weiß, es tut jetzt weh. Nein, Homie. Bitte komm wieder hoch. Oh, Leuchtsamen, gut. Muss ich die finden? Nee, er meinte schon die Leuchtenden. Okay. Ich hoffe, dass ich jetzt tatsächlich nicht ins Dorf muss und mir erst die Mission holen muss. Sondern, dass ich jetzt auch so die finde. Mein Bogen ist fast kaputt. Den mache ich den jetzt aber auch erstmal kaputt. Ja, ja. Oder oben, genau die. Die muss ich doch abschießen, oder? Oh, die Froschi ist süß, die Froschi ist. Ich glaube, der hört mich aber, wenn ich jetzt hier lang düse, oder? Nee. Oh, die Frösche alle, geil. Oh, der Arme, voll ins Gesicht geschlagen. Der macht doch gar nichts. Der arme Froschi. Guck mal. Oh. Oh. Die Armen. Voll ins Gesicht geklatscht. Oh. Oh. Pech gehabt. Nein, Spaß. Das war aber arm. Voll grundlos geklatscht einfach nur. Wie so ein Penner, der einfach nur so Krawall macht und ihn einfach haut. Waren hier nicht zwei, die ich finden musste? Oder reicht einer? Ich weiß es gar nicht. Und let's go! Ab durch die Gebärmutter, rein in den Eierstock! Oh, es sieht hier schön aus. Hier, was ist denn? Ein Horst. Wow, wie schön. Oh. Okay, du bist mein. I need a horse. I need a horse in my life. Und du wirst es werden. Noch ganz leise. You cannot see me. And you cannot feel me. Kann ich das nicht objektifizieren und einfach berühren? Und dann ist es meins. Okay. Bin ganz leise. Guck mal, das kann mich... Ich will aber eher... Ich weiß nicht. Hell, rosa oder braun oder schwarz? Er hat eine Unterhose an. Sieht aus, als hätte er eine Windel. Ich hab, na, ah, okay, ich bin auch zu laut. Okay, nicht schlimm. Wir gehen jetzt erstmal hier zum Stall. Vielleicht kriegen wir hier auch diese Dudes. Weil das, was die wollen, habe ich ja. So. Ah, wenn ich meine Waffen ablege, bin ich leiser. Habe ich jetzt schon die Möglichkeit, einen zu finden? Impa? Hä? Ah, du bist Link. Ich hatte gehört, dass Prinzessin Zelda vermisst wird und du ebenfalls. Ich freue mich, dich gesund und munter zu sehen. Aber wo ist die Prinzessin? Wah, wah, wah. Wah, 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 wah. Was? Man weiß immer noch nicht, wo sich Prinzessin Zelda befindet, sagst du? Link, wenn das stimmt, solltest du mit Impa reden. Impa ist gerade dort drüben. Ich glaube, sie kann dir Hinweise zur Suche nach Prinzessin Zelda geben. Ah. Okay, aber jetzt will ich erstmal hier... Die habe ich doch, oder? Ja. Ah, ein Gast. Willkommen im neuen Stall von Marita. Ich bin gerade beschäftigt. Wenn du also unseren Stall nutzen möchtest, geh doch bitte zur Rezeption. Beschäftigt? Na, wie findest du den? Oh, cool. Ich wollte schon immer so lange einen eigenen Pferdewagen und endlich habe ich ihn. Mm. Na gut, wie du siehst, ist er eventuell noch nicht ganz komplett. Aber wenn du das Baumaterial beim Stall verwenden könntest, du ihm Räder bauen... Und was das Pferd angeht, wenn es dir gelingen würde, ein Wildpferd zu fangen, wäre das perfekt. Okay, cool. Probiere ich das mal. Aber das behalte ich dann, das Pferd. Also kann man das jetzt schon jagen. Wo sind denn die beiden Dudes eigentlich, die diese Höhlenmission hatten? Also mal sehen. Was sind die heutigen Schlagzeilen? Irgendwas Interessantes? Kleeblatt-Kurier-Redaktion gegründet. Interessant. Der Kleeblatt-Kurier ist im ehemaligen Stall der Orni eingezogen. Na, sowas. Genau, da muss ich ja eh hin. Hm. Ich hätte eigentlich gerne diese zwei Dudes, die sich hier diese Mission für die Höhle hatten. Ah, wenn du so etwas brauchst, solltest du jemanden im Stall fragen. Höhle der Ruinen. Ja, das sind sie doch. Aber wo sind die Dudes? Kann ich da auch reinjumpen?
Tatsächlich. Okay. Leuchtpilz. Mhm. Kann man da irgendwas machen? Bestimmt. Ah, durchschwimmen? Aber ich kann doch nicht schwimmen, oder? Also durchtauchen. Ich kann doch nicht tauchen, oder? Nee. Da muss man durchtauchen. Schade. Not yet. Dann nochmal ab durch die Gebärmutter. Woohoo! Das ist so geil. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsfunktion. Die ist richtig nice. Und noch ein Brunnen. Vielleicht komme ich ja durch den. Oh ne, da bin ich ja gerade reingejumpt. Wo haben wir hier Räder? Habt ihr irgendwo Räder gesehen? Da. Das fährt so, keine Sorge. So, jetzt brauche ich ein Pferd. Wir gehen erstmal zu Impa. Dann gehen wir zu dem Shriney. Aber wir können machen erst den Shriney, dann Impa und dann Pferd. Letzte heutige Mission. So, im höchsten Himmel. Ja. Na, alles senkrecht bei dir? Hier in der Gegend reißt es sich angenehm. Hey. Die Kartografietürme sind schon kaum zu übersehen. Jo, sind da vielleicht die zwei Dudes drin? Das sind die doch 100 pro, oder? Hm. Eine Legende, Waffe, so. Jetzt denkt nochmal gut darüber nach. Und legendär ist nur gemeint, dass etwas einfach nicht existiert. So ist das mit Legenden nun mal. Mhm. Aber die unbekannte Tierart, nach der du suchst, ist doch nichts weiter als ein Gerücht. Hm. Das da muss mehr dran sein. Die unbekannte Tierart ist das Gesprächsthema Nummer 1 in allen Stellen. In Stellen erhält man viele wertvolle Informationen. Oh. Aber selbst wenn wir eine unbekannte Tierart finden, ich meine, was haben wir schon davon? Wenn wir andererseits eine legendäre Waffe hätten, dann müssten sie die Monster vor uns in Acht nehmen, richtig? Und was machst du, wenn die legendäre Waffe einfach nur legendär schlecht ist? Zuerst einmal sollten wir uns in anderen Stellen nach Informationen über die unbekannte Tierart umhören. Hallo, ich habe die unbekannte Tierart gefunden. Oh, hi. Ja. Ich bin Terry und dieser Rucksack in Käferform ist mein Markenzeichen. Der ist echt süß, der Rucksack. Ja. Willkommen. Oh, du hast ja noch gar keine Stallmitgliedschaft. Ich weiß, wie es macht. Ich kenne mich aus. Lass mich in Ruhe. Ich weiß Bescheid. Eine Stallpunktekarte. Prämien erhältst du über das Stallmitgliederbuch. Daran findest du auch alle wichtigen Informationen, zum Beispiel über Prämien und Stallsatzung. Wir freuen uns schon auf einen nächsten Besuch. So. Also ich frage mich, wo die Dudes von der Höhle sind, aber es ist jetzt egal. Ich gehe jetzt erstmal hier rein. So, jetzt bin ich richtig im Game. Ihr merkt es so, ne? Hier, das und das. Und dann müssen wir das machen und hier und hier und hier. Ich habe gerade die interessante Information bekommen, dass meine Breath of the Wild Pferde dort gespeichert sind. Das schaue ich gleich, weil ich habe ja alle geholt. Das wäre ja phänomenal. Das wäre halt richtig toll. Ach, aber, oh Gott, das ist ja eine andere Switch jetzt, ne? Oh, verdammt, das ist eine andere Switch. Ich spiele es auf der neueren. Oh, verdammt. Verdammt. Ich finde das Spiel toll. Heiße Luft. Mhm. Ich mag auch die Tempelmusik sehr. Mhm, das heißt, der brennt, weil da Feuer drunter ist. Heißt es, man muss das hier irgendwie... Das muss man ja auch irgendwie greifen, oder? Damit man das hier wahrscheinlich drauf macht, damit man überhaupt mal hin kann. Oh. Okay, da hinten ist auch eins.
Kann es sein? Ach so, ich muss die da wahrscheinlich so hinjustieren, dass ich da hoch kann mit denen. Dass ich die quasi einen hier hinpacke, dann eins hier hinpacke. So. Einer wahrscheinlich hier hin. Ich bin mir nicht sicher, ich denke es. Ich glaube, es gibt in dem Spiel auch immer mehrere Ansätze, wie es Dinge zu lösen sind. So, dann kommt das Kerzchen dahin. Das hier, glaube ich, kommt dann da nach oben. Aber theoretisch kann ich es eigentlich auch viel einfacher machen. Oh, jetzt hat es umgehauen. Kann es sein, wenn ich zwei Kerzen drunter mache, dass es höher fliegt? Und dann kann ich ja einfach mit dem Sprungdings hoch. So. Achso, das umgedreht, deswegen. Och. Und vielleicht bringt ja nächstes Kerzchen noch mehr. Zwei Kerzen müssten ja mehr bringen. Ja, oder dann fliegt er doch höher, oder nicht? Eigentlich nicht wirklich. Muss ich vielleicht einfach eine Kerze reinstellen? Kann das sein? Aber tatsächlich ja, ne? Ciao. Oh. Und dann kann ich da hochfliegen, muss abspringen, ne? Aber jetzt mache ich den jetzt. Was mache ich denn jetzt? Okay, das muss ich gleich wahrscheinlich von hier oben nochmal machen. Moment. Zeitumkehr, aber ich komme nicht mehr dran. Ah, stimmt, Zeitumkehr, guter Punkt. Boah, jetzt wird es aber wild hier. So, ich will jetzt erstmal da hoch. So, und flupp. So, Zeitumkehr ist ein guter Punkt, aber komme ich da überhaupt hoch? Ich glaube, da komme ich gar nicht mehr hoch zu dem Ding da. Doch. Oh, nice. Oh, krass, okay. Ah, der kommt ja gar nicht runter. Doch, jetzt. Aber da komme ich nicht hin, ne? Nein! Oh Gott, das ist schon krass. Okay, nochmal. Okay, jetzt. Yes! Krass. Nein! Oh Gott. Okay, ich lasse ihn jetzt einfach hochfliegen. Alles easy, alles. Easy. So, jetzt hoch mit dir. Nein, um Gottes Willen. Nein! Nein, nein! Halt, warte auf mich! Vielleicht kann ich das noch schnell schaffen. Okay.
Flugbrett unter Ballon, glaubst du? Soll ich ein Brett unter das Ballon packen? Stimmt, das geht ja viel einfacher. Ich muss einfach ein Brett runterpacken. Und dann kann ich hochfliegen, wenn es überhaupt passt. So. Geht das überhaupt? Oh. Warum muss das alles so complicated sein? Ich will nicht verbrennen, deswegen gehe ich da ganz bestimmt nicht drauf. Eigentlich reicht es ja jetzt, wenn ich mich einfach draufstelle. Aber es ist interessant, man sollte die Dinge wirklich machen, die Tempel. Weil durch die lernt man wirklich die ganzen Tricks. Komm schon mal bitte her jetzt, du dummes Kerzilein. So, bitte flieg hoch. Okay, crazy. Also guck mal, jetzt durch den Turm habe ich jetzt das gelernt. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Hätte ich das jetzt nicht mit dem hier gemacht. Kann ich eigentlich ganz hoch fliegen? Das mache ich jetzt mal. Guck mal, flieg, flieg, flieg. Das ist, wenn wir ganz hoch fliegen, gar nichts, ne? Ich muss jetzt ja irgendwie da hochkommen. Das heißt... Kann ich noch mal den haben? Vielleicht kriegen wir den ja noch mal irgendwie doch noch runter. So. Ich würde halt auch gerne runter, aber ich weiß nicht, ob ich den brauche. Mich darunter ohne zu sterben. Ach, da hat es ja eh noch zwei. Okay, das heißt hier oben, da muss jetzt ein Ballon hin, glaube ich. Eine Ballon. Eine Balloon. So, und da muss der da oben hinboppen. Brauchen wir aber eine Kerze, das heißt, ich muss das Ding da oben nochmal runterholen. Da ist er ja. Eigentlich kann ich den da auch einfach hinpacken. Nö. So. Dillö. Ui, was ist denn das hier alles? Wie riesig ist denn das? Das ist ja verrückt. Okay, da ist es also. Das, hier muss ein Ballon hin, glaube ich, oder? Ja, das heißt, hier unten ist doch einer, oder? Ui, das war aber knapp. Ach, diese Kugel. Oh Gott. How? Okay, das heißt, ich muss irgendwie die Kugel... Ah, okay, ich brauche Feuer. Ich weiß halt nicht, ob das komplett dreht, wenn ich jetzt dann da bin. Heißt ja theoretisch, ich kann aber jetzt eigentlich das nehmen. Abrütteln. Und das hier einfach drauflegen.
Und das hier eigentlich genauso halt. Das da. Auch. So. Und dann kann ich... Na gut, das fliegt hier eh hoch. Oh, so. Und dann kann ich hier runterspringen und mich nicht festhalten. Super. So. Also die Lösung ist mir neu, aber erfinderisch. Das ist ja das Schöne, das Game lässt halt einfach alles zu, gell? Oh, herrlich. So. Aha, das war nur für eine Kiste, die große. Oh, verdammt, ich hätte nur die kleine holen müssen. Ey, weh, da ist jetzt nichts Gescheites drin. Dann rast dich aus. Opal, ey, ist doch euer Ernst. Dieser Kack-Opal wirklich so selten. Aber hey Leute, ihr seht, es hat funktioniert, ne? Also das muss man mir schon lassen. Es ist halt, es gibt Zelda, kann kein richtig, kein falsch, es gibt nur Umwege. Es ist nicht dumm, wenn es funktioniert, das ist süß. Ich glaube, da kann halt echt lustige Sachen bei rauskommen. Ich hole Kisten nicht mehr. Ich habe das Gefühl, es lohnt sich null. Ja, ich verstehe es. Das muss ich sagen, das verstehe ich doch sehr. Yes, Leute. Wupp, wupp. Yeah, das habe ich mir jetzt aber redlich verdient, Mann. Gib her. Versuch mal, die Kiste von der falschen Seite zu öffnen. Das muss ich nachher mal testen. Ja. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Yes. Wenn ich an gestern denke, Gronkh hat gestreamt und die Leute haben so extrem gespoilert, dagegen ist es hier so schön. Ja, ich glaube, mit einer gewissen Größe ist es halt sehr schwer. Tatsächlich. Da kannst du so Dinge nicht vermeiden. So, jetzt müssen wir zu Impa und dann ein Horse holen. Wenn überhaupt meine Herzen dafür ausreichen. Krass, ich glaube, bald braucht man den Tempel länger als im gesamten Spiel. Oh, da ist sie ja. Sieh an, dass wir uns nach so langer Zeit ausgerechnet hier treffen, Link. Impa, älteste der Shikar. Ich hörte, galtest du als vermisst, daher bin ich erleichtert, dich zu sehen. Ah. Dann sollte es ja auch Prinzessin Zelda gut gehen. Wo ist sie? Hab, hep, hup, was? Sie wird also noch immer vermisst? Dann müssen wir unsere Suche dringend fortsetzen. Eine Sache, Link. Als Prinzessin Zelda verschwunden ist, da kam ich ins Grübeln über diese riesen Bodenmalereien, die mit dem Kataklysmus erschienen sind. Mir ist zu Ohren gekommen, dass dies in ganz Hyrule gesehen sein soll. Deshalb ziehe ich nun mit Kado umher, um mir diese Malereien, die sogenannten Geoglyphen, näher anzusehen. Mhm. Die Geoglyphe hier habe ich von einem Aussichtspunkt weit entdeckt. So nahe am Boden kann ich sie zwar erkennen, aber nichts ausmachen, was sie insgesamt darstellen soll. Ich müsste sie vom Himmel aus sehen. Pura hat mir einen Heißluftballon gegeben, aber eine Windböe hat den Ballonkorb herausgerissen. Ich habe mir den Kopf zerbrochen, wie ich ihn wieder anbringen könnte, aber mir ist nichts eingefallen. Ah, dafür war der Tempel gut. Wo ist denn dein Ballonkopf? Oh so, pass auf. So, was sagst du dazu? Gar nichts. Beruhige dich. So, geht wieder. Oder? Oh, der Heißluftballon. Du hast ihn für mich repariert. Ich danke dir, Link. Möchtest du ebenfalls die Geoglyphe sehen? Ja, natürlich. Wofür mache ich denn das eigentlich?
Der Ballon sollte aufsteigen, wenn du dort ein Feuer zündest. So. Genau, schön nach oben. Ich erkenne da nichts. Ich habe viele Zelda-Teile gespielt. Die findet ihr alle auf Verspieltes genug. Du liebe Güte, ist das hoch. Mir wird leicht schwindelig. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen für die Orni. Doch von hier aus kann ich die Geoglyphe in ihrer Gänze sehen. Ich stehe in deiner Schuld, Link. In den alten Schriften des Dorfes gibt es Passagen, die sich mit den Geoglyphen befassen. Dort steht auch geschrieben, dass die Geoglyphen zeigen, was die Leute aus alter Zeit bei einer Drachenträne sahen. Was wohl mit den Leuten aus alter Zeit und der Drachenträne gemeint ist, ich verstehe das alles noch nicht. Diese Drachenträne hat doch die Wolken quasi weggemacht. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo... vielleicht finden wir eine irgendwo auf der Geoglyphe. Das zumindest halte ich für eine Möglichkeit. Eine Drachenträne. Vielleicht erhältst du ja sogar einen Hinweis darauf, was mit Zelda passiert ist. Wenn eine Stelle auf der Geoglyphe dein Interesse geweckt hat, könntest du wohl mit dem Parasegel von hier abspringen. Mach dir um mich keine Gedanken. Mit meinem Ballon landen, das fast schaffe ich schon. Okay. Mhm, Also hier ist keine Drachenträne. Seht ihr irgendwas? Kann es sein, dass wir immer höher fliegen? Was wohl mit den Leuten aus der alten Zeit oder Drachenträne gemeint ist? Ich verstehe das alles noch nicht. Muss jetzt aber runter, oder? Kann es sein? Weil hier wird mir gerade etwas angezeigt. Seht ihr hier irgendwas? Eine der Tränen sieht anders aus. Da, gell? Stimmt. Die da oben, gell? Hier ist doch irgendwas, Sassy. Schön. Die Erleuchtung. Ah, die Zelda. Ach, das soll eine Träne sein. Ah, die ist wirklich in die Vergangenheit gereist wieder. Sieh nur. Das arme Ding. Oh. Ach, deswegen hat er gesagt, das, was Zelda erzählt hat, macht alles Sinn. Wo bin ich? Verzeih, dass wir dich erschreckt haben. Keine Angst. Mein Name lautet Sonja. Nun sag schon, wie heißt du denn? Ich bin die Tochter König Rohams von Hyrule. Zelda. Welch seltsame Worte. Wir beide haben dieses Reich gegründet. Außer mir sollte es eigentlich keinen König geben. Ihr habt Hyrule gegründet? Und ihr seid König? Ja. Mein Name lautet Rauru. König Rauru von Hyrule. König Rauru und Königin Sonja. Oh Gott, die hat es ins Spiel geschafft. Das heißt ja... Das heißt ja, sie hat sich mit dem Tier fortgepflanzt und wir stammen alle davon ab. Also sie ist in der Vergangenheit. Zelda ist in der Vergangenheit, deswegen hat auch der Rairo gesagt, das, was Zelda über dich erzählt hat, stimmt. Aber das heißt, dass sie in meiner jetzigen Zeit nicht mehr lebt. I understand. Hoffe ich zumindest, dass ich es richtig verstanden habe.
Ja, wo bin ich? Nachdem Zelda unter dem Schloss in einen bodenlosen Abgrund gestürzt ist, erwachte sie in der Gegenwart von König Rauru und Königin Sonja. Zelda ist verblüfft, diese Namen zu erfahren, denn sie sind ihr wohl bekannt. Impa und die Geoglyphen. Link, du wirkst abwesend. Was hast du denn? Wir stammen von Tieren ab und Menschen. Ja, Königin Sonja hatte was mit der Ziege. Unglaublich. Du hast etwas gesehen wie in einem Traum. Bilder, die vor deinem inneren Auge erschienen sind. Und du hast Prinzessin Zelda darin erblickt. Geoglyphen, Schriften, Drachentränen und nun hast du sogar Prinzessin Zelda gesehen. Ob all dies vielleicht in irgendeinem Zusammenhang stehen könnte? Wir werden noch weitere Geoglyphen aufsuchen. Womöglich führen sie uns auf Prinzessin Zeldas Spur. Da fällt mir ein, den Schriften nach soll sie auch im vergessenen Tempel etwas befinden, das die Geoglyphen befinden. Der vergessene Tempel liegt tief in einer Schlucht in Hebra. Mir scheint auch, wir sollten eine Reise dorthin wagen. Nein, Mann, ich will nicht mehr über die Vergangenheit wissen, schon verstört genug. Oh Gott, starb ich vor dem Pferd? Ich will jetzt ein Horse. Ich tue mich jetzt mal komplett equippen. Unequippen. Aber dann bin ich am leisesten. Lass mal gucken. Hier, stark gebaute Booty. Sieht aus, als hätte eine Windel. Die zwei Girls hinten dran. Ich nehme den. Bin ich überhaupt dazu in der... Wir sind halb Ziegen. Nein, du stammst vom Affen. Ja, stimmt eigentlich, ne? Eigentlich gar nicht so abnormal. Wir stammen ja eh von Tieren. Aber ich glaube, ab dem Moment, wo wir Menschen waren, sollte man halt sich nicht mehr mit Tieren fortpflanzen. Denn mit der Windel ist am schönsten, gell? Aber das ist halt der King. Das andere sind die zwei Girls. Und er ist so der Hengst. Ich meine, jetzt ist doch... Ich bin viel zu laut, kann das sein? Kann ich nicht von oben mit einem Gleiter drauf jumpen? Geht das? Ich könnte doch bestimmt mit dem Gleiter hoch auf die, oder? Also kann ich das jetzt schon schaffen oder vergeuden wir jetzt unsere Zeit? Ich hätte eigentlich von oben runterjumpen sollen auf den... Oh oh. Ich glaube, ich hole mir doch lieber das. Oder das. Alles gut, du siehst mich nicht. Dreh dich um. Dreh dich um! Oh oh. Easy. Ha! Hey, tätscheln, tätscheln, tätscheln. Ho, ho! Ha! Ho, ho! Tätscheln, Kurt, das magst du doch. Ja. Ho, ho! Ja, ja. Ja, ja, guck mal, du bist ein gutes Pferdi. Ho, ho! Und jetzt gib Gummi. Ho, ho! Ja, 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 alles gut. Ho! So, und schon ein bisschen feini. Klatsch, 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 klatsch. Ja, kann ich ihr das jetzt geben da vorne? Oh nein, ich hab dich nicht im Griff. Ich hab dich nicht im Griff, das ist wie so eine toxische Beziehung. Das hört nicht auf. Hier, nimm's, nimm's, sprich mit mir. Du gehörst mir. So. So, oh Gott, nimm's bitte.
Hast du dieses Pferd für mich gefangen? Das ist ja toll. So ein Pferd wollte ich immer schon haben. Du kannst es haben. Was? Echt? Du willst mir also wirklich dieses tolle Pferd überlassen? Yo, danke dir. Passiert das gerade wirklich? Ich bin ja so glücklich. Merk dir eins, Girl. Im Leben gibt es nie was umsonst. Und jetzt zieh dich aus, dein Spaß. Tja, obwohl die Räder sind doch nicht repariert. Deshalb hatte ich das Pferd gar nicht, dass es ziehen kann. Am besten erstmal ab in den Stall. Was für nicht repariert, du doofe Nuss? Das ist doch repariert. Willst du einfach... Ey, wo sind denn die Sachen hin? Wird es heimlich abmontiert, weil sie es scheiße fand. So. So, jetzt gib mir nicht irgendwas. Moment mal, der Wagen ist fertig. Ich wollte gerade auf Clip drücken. Hast du Goaty auch schon so gefangen? Ja. Erstmal den Haaren gezogen, mit nach Hause genommen. Ist er wirklich fertig? Hast du etwa das für mich getan? Oh. Ich danke dir. Ein kompletter Wagen mit Rädern und allem. Und ich dachte erst, es gehört einem unserer Gäste. Ach, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wenn ich jetzt dem Pferd, das du mir geschenkt hast, ein Geschirr anlege und es vor dem Wagen spanne, dann ist mein Pferd komplett Geschirr. Wenn du ein Pferd besitzt, kannst du ihm ein Geschirr anlegen. Auf diese Weise kannst du ein Pferd an einen Wagen anschirren. Oder auch an Sachen, die du gerade trägst. Wenn du die Stallpunkte sammelst, kannst du so ein Geschirr auf Prämie erhalten. Sekündchen. Gib mir das jetzt bitte. Ich hole mir jetzt auch gleich noch ein Pferd. Und fertig. Ich hätte nie gedacht, dass aus diesem Wrack ein so tolles Pferdewagen werden würde. Vielen Dank. Ein eigener Pferdewagen ist der Traum von jedem, der in einem Stall arbeitet. Ich kann dir gar nicht genug danken, aber alles, was ich jetzt noch an Geld besitze, soll dir gehören. 100, ja, das geht doch. Oh, stimmt. Wie heißt du eigentlich? Hep, hep, hep. Link, oh! Dann soll dieser Wagen von heute an Zumink heißen. Du musst mich und Zumink unbedingt mal wieder hier besuchen. So, ich hole mir jetzt auch noch ein Pferd und dann geht's ab Richtung Orni. Und ich hole mir jetzt den da mit dem strammen Ass. Geht! Dass er gar nicht Naruto-Walk machen könnte. So, Boys and Girls, jetzt geht's los. Ich hole mir jetzt auch ein Horsey, weil dann sind wir nämlich voll schnell on Tour. Ist richtig cool. Könnt ihr mich auch sehen? Warum ist denn da ein Loch im Boden? Ach so, da kam ich schon aus der Höhle rausgeschlüpft. Aber ich hatte das hier gesehen. Stimmt. Ich habe die Pferde von Breath of the Wild leider nicht, weil ich bin ja hier auf einer anderen Switch. Das ist ärgerlich, weil ich hatte dort alle. Ich hatte Epona, ich hatte es von der Zelda, ich hatte das von Ganon, aber das habe ich hier leider nicht, weil das ist die neue Switch. Verdammt. Aber vielleicht kann man ja den alten Speicher auf die neue übertragen, da mache ich mich mal schlau, weil das wäre natürlich schon echt cool. Es geht anscheinend, ja. Genau, ich habe doch jetzt schon einen Horse. Ach, das sind auf einmal wieder drei. Ist einer despawned. Look at my horse is amazing. Du gehörst jetzt mir. So schlimm ist gar nicht. Ja, liebe mich. Liebe mich. So, ich registriere dich jetzt. Was macht denn der Hund da? Geil. You spin me right round, baby, right round. So, sprich mit mir. Ich hab ein Pferd, ich hab ein Pferd, sprich mit mir. Okay, Link, willkommen in unserem Stall. Wenn du ein wildes Pferd zähmst, zu uns bringst, kannst du es hier registrieren lassen. Falls du übernachten möchtest, registrieren. Sehr gerne. Bitte überprüfe noch einmal, ob das Pferd hier das Richtige ist. Ja. Gewöhnlich erheben wir eine Gebühr von 20 Rubinen für die Registrierung eines Pferdes. Doch im Moment gibt es einige Sonderaktionen. Dein erstes Pferd wird kostenlos registriert. Da du ein neues Pferd registriert, erhältst du einen Stallpunkt. Yeah.
Gut, dann lass uns mit der Registrierung beginnen. Bitte gib zuerst den Namen des Pferdes ein. Ubu. So, das Pferd soll ein Name Ubu sein, ja. Oh. Der Name ist jetzt registriert. Möchtest du mit diesem Pferd weiterreisen? Pferd mitnehmen. Ich hätte gern... Und damit wäre die Registrierung abgeschlossen. Kennst du schon die vielen Vorteile unseres Stallpunktesystems? Wenn du genug Punkte hast, kannst du zum Beispiel einen Sattel deines Pferdes wechseln oder seine Mähne frisieren. Da fällt mir noch ein. Weißt du schon, wie man pfeift, falls du dein Pferd unterwegs getrennt bist? Okay, danke schön. Gnuvu, verdammt, jetzt Gnuvu nennen sollen. Wenn dein Pferd allerdings zu weit weg ist, kannst du es nicht hören. Wir freuen uns schon auf deinen nächsten Besuch. Kriege ich Stallpunkte. Pferd abholen, Pferd abgeben, wiedersehen. Okay, wo kriege ich denn die Registrierung? Wo kriege ich denn die Stallpunkte hier? Prämie erhalten. Ja. Ein Moment, ein Moment. Du möchtest also eine Prämie für deine Stallpunkte, stimmst? Wenn du noch einen Stallpunkt mehr sammelst, dann erhältst du ein Geschirr. Bestes geeignet zum Report von schweren Gegenständen. Oh, also ich sammle jetzt noch ein Pferd und dann hole ich mir das und dann gehen wir zu den Ornis. Zu den Ordinaries. Stallpunkte, ich kenne ich nur aus der Waldorfschule Stallpunkte. Hattet ihr da Stallpunkte? Oh, die spawnen einfach die Pferde. So, ich hole jetzt noch einen, den registriere ich. Oder ich muss noch einen bringen. Und dann hole ich mir ein Geschirr. Und dann gehen wir zu den Ornis. 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 Look at that juicy booty. But I want to bake you. So. So schön mit dem Wind und dem hohen Gras und den Zecken. Das ist gut, der Wind begünstigt es auch gerade tatsächlich. Aber krass ist hier diese ganzen Dinger und diese Inseln da oben sind. Ich glaube, wir haben später wirklich mal die Möglichkeit noch zu fliegen, um das alles schön zu erforschen. Also wirklich mit dem Flugzeug oder sowas. Das muss man sich mal trauen, ne? Kannst du bitte das machen, was ich mache? Aber ich habe ja schon einen Sattel. Okay, bitte prüf nochmal, dass das richtige Pferd ist. Oder sogar schneller. Zuneigung. Nee, es hat einfach nur mehr Zuneigung. Oh. So. Ja, ja. Okay, kriege ich einen Stallpunkt. Sehr schön. Treuepreis erwartet sie. Okay. Mhm. Das nenne ich jetzt aber Gnuvu. Und dann nehme ich auch das mit. Weil das ist einfach handsomer. Ja, ja. Ah. Okay. Mit dem Pferd mitnehmen. Ah. So. Ah. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Oh. So, gucken wir, was es hier an Treuepunkten gibt. Gib mal eine Prämie. Einen Moment. Du möchtest also eine Prämie für deine Stalle? Ah. Eine Prämie für 3 Stallpunkte gibt es ein Geschirr. Oh, nice. Jetzt können wir Dinge transportieren. Oh. Nice. Ah. Geil. Diesen besonderen Stoff kannst du in der Färberei in Hateno holen. Nice. Okay, Pferd. Uwu. So, wir wollen ja da hoch. Hier haben wir die Träne geholt. Okay. Dann würde ich sagen... Vollgas. Dahin. Los. Geht. Endlich haben wir den Horst. So weh tut's gar nicht, aber es hört sich schon schmerzhaft an, wie ich das wegklatsche, das Arme. Yeah. Bin ich überhaupt richtig? Ja. Und nochmal Batsch. Richtig, dass es knallt. Das arme Ding.
Touch. Und wieder streicheln. Wie so einer toxischen Beziehung. Da vorne ist die Disco. Let's go, wir kommen zu spät. Ich bin ein VIP. Oh, tut mir leid, ich habe die Haxen gebrochen. Was ist denn da vorne? Da wartet doch irgendjemand, oder? Aber es ist wieder der Dude. Muss ich mit dem sprechen, um irgendwie hier das zu registrieren, dass es hier ist? Oh verdammt, ich wollte mit dem reden, ich muss echt anhalten, dann geht es. Ah, ich habe dich doch schon mal gesehen. Ich habe alle Hände voll zu tun. Ich meine natürlich, hier ein Schild anzubringen, aber wer stellt jetzt all die anderen Schilder auf? Was soll ich nur tun? Lass doch mal los. Kann ich nicht, wenn er loslässt, die Zeit anhalten, dass es steht oder das befestigen für ihn? Gell, ich kann das doch bestimmt... Da ist doch ein Loch. Kann ich ihm da nicht irgendwas... Kann ich da nicht... das passt da nicht hin. Oder ich kann das doch hier einfach... Kann ich das nicht einfach hier befestigen? Nee. Aber kann das hier nicht befestigen? Müsste eine Stütze bauen. Aber wie? Wo? Wie krieg ich denn hier das Material? Voll arm, wie der sich hier wieder Angst hat. Ah ja, so. So, jetzt, es hält aber. Lass mal los. Oh, das ist gut, das gefällt mir. Fällt es doch wirklich nicht um? Jetzt? Nee, tut's nicht. Großartig, es steht von alleine, ganz ohne es zu stützen. Das ist ja genial. Wieso ist mir das nur nicht schon früher eingefallen? Na klar, wieso nutzen wir nicht gleich die Gelegenheit, das Schild zu sichern? Ich mach das so und zurre hier was fest. Oh, Blutmond, verdammt. Alles fertig. Dank deiner Hilfe konnte ich das Schild fest am Boden befestigen. Das mache ich, so sehe ich es aus, wenn ich einen Schrank aufbauen muss. Jetzt muss es nicht mehr so die ganze Zeit stützen. Also ein kleines Wunder, als Dankeschön. Yeah, jetzt haben wir das Pferd drin. Oh, Ausdauerpilzreisbällchen. Oh ja, eigentlich... Das hier stammt aus einem meiner persönlichen Sammlung, aber du hast es dir verdient. Übernachtungsgutschein. Oh, süß. Jetzt kann ich endlich anderorts wieder Schilder aufstellen. Gut, dann bin ich mal weg. Oh, oh, Blutmond. Lass mal schnell jetzt hier. Schnell. Ich streichel dich auch. So, ich weiß die Frage, wie ich jetzt am besten vorgehe, ne? Ich glaube, da kommt man gar nicht so einfach hoch. Da hinten liegt, glaube ich, eine Sternschnuppe, kann das sein? Could it be that there is a Sternschnuppe? Puh, wie komme ich denn da am besten hoch? Am besten von da hinten, oder? Oh, was zur Hölle war denn das, bitte? Sind es die Brocken, die immer vom Himmel fallen?
komme ich denn da am besten hoch? Warum kommt mein Horse jetzt nicht? Oh Gott. Oh Gott. Wo ist mein Pferd? Oh Mond, in tiefes Rot gefärbt. Nichts entgeht deinem blutigen Schein. Die Seelen der Monster erlangen wieder eine fleischliche Gestalt. Wie einst im großen Kriege es geschah, ergießt sich ihr Hass von neuem über das Land. Das habe ich auch einmal im Monat. Wo ist mein Pferd? Wo ist mein Horse? Oh, hinten kommt's. Yeah, ich kann nicht. Es ist so schwer, mit so einem dicken Körper und so dünnen Beinchen hier hochzurennen. Komm schon, mit deiner Dauerwelle im Haar. Wie ist hier Gnuvo? Gnuvo, still! Los, ja. Gnuvo! Ja. Ich geh da hinten hoch, da geht's hoch. Ha. Ich fände es aber geil tatsächlich, wenn das hier jetzt auch so rot bleiben würde, weil es so roter Dampf, weil jetzt ist zwar der rote Mond da, aber irgendwie checkt man auch gar nicht, dass es so weit ist. Klatsch. Ich klatsch dich weg. Wir sind doch komplett, also Glück habe ich ein Pferd, ey, das würde ja ewig dauern sonst. Einen gewissen Grad braucht man einfach. Der Blume war nur eine Vorwarnung. Ach, der kommt noch. Ich glaube, die erledigten Schreine haben nicht mehr so einen Schleier über sich, gell? Da der andere Tempel gerade so lang war, würde ich mir den jetzt hier einfach nur markieren. Damit ich den nachher machen kann. Aber jetzt erstmal zu den Oni gehen. So. So, weiter geht's. Das ist doch nicht die falsche Quest. Ich soll doch jetzt zu denen gehen. Weil es doch hieß, dass dort bei denen... Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Bei denen geht's doch weiter, oder? Hieß es doch. Das ist aber nicht da. Bin ich jetzt falsch geritten? Doch, klar, das soll doch hier sein. Deswegen wird mir das doch auch angezeigt. Ach, sind die Tränen des Drachen deswegen. Ach so, aber ich wollte doch eigentlich jetzt... was anderes weitermachen. Ach, da oben, ne? Das ist die Träne des Drachen. Aber wo kriege ich denn wieder meine andere Sache angezeigt? Oh, wie ärgerlich. Hier, die Suche nach Zelda. Hier, vier. Da, das wollte ich doch machen. Ja, da muss ich aber trotzdem da hoch. Ist ja egal, das ist ja auch da oben. Also ich gehe jetzt trotzdem da hoch. Ist eh der gleiche Weg. Kann ich beides auf dem Weg machen. Ha, verdammt. Wenn Steine vom Himmel fallen, kannst du Zeitumkehr machen. Stimmt. Dann kann ich Zeitumkehr machen auf den Stein drauf, gell? Aber das Pferd muss mich jetzt echt schon lieben. Bei mir kam ein Blutmund zu Miasma-Hände, aber ich glaube, das war nur der Vorbote. Ich glaube, es ist noch nicht so weit, oder? Ich würde den aber lieber wieder Karottchen geben, wie in Ocarina of Time. Oh, da hinten ist, glaube ich, eine. Was war denn das?
Oh, schön. Was geht hier ab? Grüße dich, du musst ein Reisender sein. Eigentlich bin ich Maler und bereise auf der Suche nach interessanten Motiven die Welt. Doch im Moment ruhe ich mich aus. Ich kann mich kaum noch losreißen von den schwebenden Inseln, die kurz vor kurzem vom Himmel erschienen sind. Ich habe schon viele Landschaften gemalt, doch die kleine Insel, die dort in der Ferne steht, fasziniert mich besonders. Warum schwebt sie? Wer hat das vollbracht und zu welchem Zweck? Ich werde die Insel weiter studieren, sobald der Tag anbricht. Wahrscheinlich muss ich dann deswegen mit ihm reden. Ach Gott, da kann ich ihm wieder ein Schild bauen, oder? Der hat aber auch immer die gleichen Probleme. Der Dude hat echt immer die gleichen Probleme. Aber ich glaube fast, dass es irgendwann was ganz Feines von ihm gibt, wenn man dem hilft. Da muss ich jetzt was bauen, damit es hält. Da muss man jetzt aber schon weiterdenken, gell? Hey du, red mal mit mir. So. Lass mal los. Oh shit. Pff. My life be like. Ich will das eigentlich so hinlegen, so. So, jetzt hoffentlich funktioniert das. Nee, schade, zählt nicht. Also irgendwas muss hier doch funktionieren. Jetzt reicht's mir. So, warte. So, jetzt aber. Das kann jetzt mir keiner erzählen. Das gibt's doch nicht. Ach komm, lass mich in Ruhe. Ich mach das ein andermal. Ich mach das allein im Bettchen. So, weiter geht's. Wir haben noch ein Ziel vor Augen. So, deswegen erstmal geklatscht hier. Ah, ich muss mir was Warmes anziehen. Die Kirche ist getting cold. Und da reicht natürlich einfach diese Hose. Stimmt, bei denen war's. War's bei denen immer kalt? So, jetzt gibt es ja einmal hier das von den Ornis. Ist jetzt vielleicht hier die Träne gleich in der Nähe? Die Träne ist gleich hier, deswegen gehe ich jetzt noch kurz dahin. Und dann machen wir Orni. Klatsch! Das Flutesiegel sagt, ist nicht Standard. Ich finde es auch, wie gesagt, gar nicht schlimm, dass es die ähnlichen Gegner gibt, wobei ich den, der da läuft, hasse. Aber finde ich überhaupt nicht schlimm. Oh, da ist auch ein Turm. Oh, ist die Musik schön. Oh.
war so diese Schlucht, ne? Uiuiuiui. Dann sollte ich aber eigentlich schlauerweise erst einmal den Turm aktivieren, der da jetzt von mir gleich links ist. Oder ist der... Der ist ja eigentlich doch, der ist schon weit weg. Eigentlich sollte ich erst den Turm da hinten aktivieren, bevor ich da runterspringe, weil sonst muss ich den ganzen Weg wieder hoch und ich hätte mich gern teleporten. Deswegen machen wir das jetzt kurz. Das ist ja eh das von den Ornis. Dann mache ich lieber doch zuerst Suche nach Zelda. Das. Ja, ich mache jetzt erst den Turm da hinten. Wo sind denn diese Ornis hin jetzt? Die sind ja da ganz hinten. Ich mache jetzt den Turm. Oder was meint ihr? Erst zu denen? Ich bin so unsicher. Turm. Turm und dann kann ich von dort in die Schlucht und zu den Ornis. Oder Schreine. Kann ich. Die Schreine sind auch Teleportmöglichkeiten, oder? Boah, es ist hier kalt. Turm hat Priorität, oder? Ha. Eindeutig Turm zuerst. Oh. Habe ich so ein bisschen die Liebe hier wieder erfahren, das arme Pferd. Kommt bis da überhaupt hoch? Nee, ab hier trennen sich unsere Wege. Ciao. Oh Gott, Hilfe. Boah, es ist einfach nur kalt. Ich hasse ja Kälte. Also ich bin ja auch gar kein Freund von Kälte. Oh shit. Gar nicht so leicht dahin zu kommen, glaube ich. Zu dem Turm. Uiuiui, der ist da oben. Aber vielleicht hilft mir meine Fähigkeit, mich da einfach hochzuschlüpfen. Bin aber nicht sicher, ob das geht. Wäre natürlich sensationell. But I'm not sure. I'm not sure. Hat der vielleicht eine Vergangenheit? Nee. Ich dachte, der kam auch von oben runter. Ich glaube, da müsste ich hoch können, oder? Bitte, 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 bitte. Nein. Verdammt. Bitte. Oh. Verdammt, ich werde schon abgeschossen. Oh, das sind Gegner. Da kann ich doch hoch, also. Das muss doch gehen. Piese. Da ist der Turm. Und da ist 100 Pro, kann ich auf die Platte da oben jetzt. Ich muss sagen, also anfangs hatte ich so gedacht, oh Gott, das wird bestimmt nur ein reines einziges Rätselraten, aber mittlerweile finde ich, geht das eigentlich voll. Es ist jetzt gar nicht so Rätselraten, wie ich gedacht habe. Kann man, wenn man will. Man kann aber auch einfach spielen, wie man will. Also bis jetzt würde ich ihm schon mal einen 9 geben, aber ich kann noch nicht zu viel sagen, weil ich habe noch nicht die Tempel gemacht. Also wenn ich jetzt die Tempel extrem abfacken, kann sich das definitiv noch ändern. Deswegen, das ist jetzt so mein jetziger Standpunkt. Puh. Wenn ich den Turm habe, bin ich glücklich. Das muss ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ist ja schön, dass Link auch einfach überall klettern kann. So, wo ist denn jetzt der Turm? Oh, da. Ja, dann easy. Ja, nein. Oh Gott, ich dachte gerade. Irgendwie traue ich der Ruhe hier nicht bei dem Turm. I'm not sure about it. Gern das hier.
eine Eisfrucht. Süß. Okay, das schaffe ich jetzt aber nicht hoch. Wie kommt man denn da rüber auf diese Scholle? Von unten tatsächlich? Oder von hier oben? Ah. Aha. Oh, danke für die ganzen Subs. Die lese ich gleich vor, ihr süßen Baguettes. Ihr Lechette la Baguettes. Oh, verdammt. Gut, mich hat noch keiner gesehen. Uff, Glück gehabt. Jupp. Okay, schaffe ich das? Ja. Oh. Okay. Ja. Okay, sehr gut. Öffnen. Bam. Ja, I'm finally home. Woohoo! Und lass mich direkt mal hochkatapultieren. In 3, 2, 1. Beschneidungszeremonie aktualisiert. Bam. Und puff. Das ist so geil. Das ist schon geil. It's just geil. Wie kalt es sein muss, einfach nur. So. Cool. Nice, weil dann kann ich voll easy zu denen rüberfliegen. Himmel. Okay, da siehst du auch immer, was sich oben befindet. Und dann kann ich nämlich jetzt auch voll easy... Ach guck, da ist auch die Plattform, da kann man auch hoch. Mhm, was ist denn da oben? Oh je. Ach, warte, ich guck mal ganz kurz auf meine Karte. Ich wollte jetzt eigentlich mal die Drachentränen. Die ist nämlich da. Da fliege ich jetzt hin. Und danach machen wir die... Oh, nee. Uhuhu, Sturzflug. Das ist geil. Das ist halt echt nice. Oh, ich muss da ganz nach hinten, oder? Wo ist denn diese doofe Schlucht? Also, dass ich nicht erfriere, ist wirklich faszinierend. Ist da wirklich diese Träne? Hier ist die? Boah, da bin ich aber ganz schön weit gegangen. Mein Pferd kam einfach nur in meine Nähe, glaube ich. Mein Pferd ist einfach nur in meine Richtung geflogen, aber ich halt gar nicht so. Ich habe gar nicht so viel Ausdauer mehr, gell? Uiuiui. Komm her, du kleiner Kacker. Dann gehen wir jetzt zur Schlucht und danach holen wir uns die mit unseren Homies. Was habt ihr zuerst gemacht? Die Tränen? Oder sind wahrscheinlich so eine Art Erinnerung, die man nehmen kann, gell? So, los mit dir. Schneller! Das Gefühl, dass es Gegner sind. Oh, nee, doch nicht. Ach, hier ist auch wieder einer. Den markiere ich jetzt aber auch gleich nochmal. Entschuldigung. So. Ich hoffe, das ist jetzt die zweite Markierung. Die andere hat er mir jetzt aber... Ah, oh, da hat mir die andere Markierung weggemacht jetzt. Nee, hat er nicht. Doch, hat er. Oh Mann, warum denn? Wie dumm. Das ist wieder ein Stall. Das ist sehr gut. Den hätte ich jetzt auch gern gesigned. Goldenes Pferd? Da steht ein goldenes Pferd drin. Was ist das?
Oh, ein Reisender, willkommen. Was kann ich für dich tun? Du interessierst dich für dieses goldene Pferd? Da hast du ein gutes Auge. Das ist nämlich kein gewöhnliches Pferd. Es war nämlich niemand anderes als Prinzessin Zelda, die es gefunden hat. Sie hat sich von Anfang an liebevoll um das Pferd gekümmert und nach kurzer Zeit fasste es ebenfalls Vertrauen zu ihr. Seit Prinzessin Zelda verschwunden ist, wirkt es sehr unruhig. Es scheint unbedingt den Stall verlassen zu wollen, selbst spät in der Nacht noch. Ich denke ja, dass es da draußen noch nach der Prinzessin suchen möchte. Bei dem Gedanken werde ich ganz traurig. Okay, dich merke ich mir, mein Freund. So, dann auf geht's. Du wirst getätschelt und dann let's go. Den Teleport habe ich doch geholt. Hier, der Turm, der ist doch da. Macht mich nicht welk, Leute. Oh, sorry. Grausam. Ah, so dumm bist du nicht, ne? Gott, ich will da gar nicht runter. Vergessener Tempel. Ja, super, wo ist jetzt die Träne? Ist die Träne noch ein Stück weiter unten? Ich glaube ja. Ah ja, da ist sie ja. Wie willst du da rausfliegen? Impa! Oh, Link, du bist ebenfalls hier. Ich hatte Impa schlussfolgert, dass es hier oben etwas geben könnte, das mit den Geoglyphen in Verbindung steht. Diesen Ort zu erreichen war gar nicht so einfach, aber wir haben es geschafft. Denn dann jedoch wurde Impa ungeduldig. Als ich sie nur für einen Moment aus den Augen ließ, war sie schon in den Tiefen des Tempels verschwunden. Sobald ich den Ballon ordnungsgemäß festgemacht habe, werde ich ihr nacheilen. Okay, das heißt, er muss es machen. Und ich muss die jetzt suchen, oder wie? Oh, der ist ja voll krass. Eine Vogelnuss, naja. Muss ich dazu hier runter? Ich will halt nicht irgendwie wieder Struggles bekommen. Also er macht es hier, ne? Was hast du gesagt? Okay, dann gehe ich jetzt runter. Da komme ich ja gar nicht durch. Das heißt, muss doch auf der anderen Seite sein, oder? Jupp, 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 jupp. Wo finde ich denn diese doofe Träne? Die ist ja in den Tempel rein, haben sie gesagt, oder? Ui, das war krass. Aber hier ist ja gar nichts. Wir gehen jetzt mal zu den Ornis. Ihr könnt mir gern mal in den Kommentaren schreiben, wie ich die finde. Dann habe ich nämlich jetzt zum Glück hier meinen Teleport und kann dann einfach runterfliegen zu denen. Machen wir das später. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ihr könnt mir mal sagen, soll man zuerst die Tränen suchen? Soll man zuerst die Orte erkundschaften? Soll man beides parallel machen? Was macht ihr? Dass wir das für die nächste Folge dann ein bisschen fokussieren. Speed! Krass, da oben ist auch einer. Oh nein! Du sollst doch einfach nur Sturzflug machen.
Und zwar dahin. Ich glaube nämlich, das sind die. Das ist auch der Turm. Oh je, ist ja schon noch ganz schön weit. Oh je, Mini. Aber ich bin schon straight drauf zu. Ich glaube, wenn man erstmal alle Türme hat, ist es gar nicht mehr so schlimm. So, dann kann ich nämlich von hier aus weiterfliegen. Und sie fliegt im... So. Interessant, dass man im Schnee so klettern kann, aber liegen kann's. Ich brauche mal ein bisschen Ausdauer. Wie kriege ich nochmal Ausdauer? Die kann ich mir später dann aussuchen durch die Tempel, gell? Ausdauer oder Herz? Oh nein. Ich sollte eine Kiste von der anderen Seite öffnen. Ach, witzig, das... Oh, die Lanze nehme ich mal mit. Ihr könnt mich mal. So, und tschüss. Ah, ihr Idioten. Ihr Banausen. Einfach mal durchfliegen. Boah, es ist eine Riesen. Ist die Insel kommt mir irgendwie viel. Also mir kommt es ja alles viel größer vor, als es eigentlich war. Ausdauer und Herzen, gell? Das war ja so. La 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 la. Oh je. Oh je, Mine, dann gehe ich doch lieber mal hier hoch. Da sind Gegners. Gegners. Too many Gegners in the hood. Einfach Fortnite-Gleiter. Kann man sich ein paar Fortnite-Gleiter runterladen. Wenn das gehen würde, hätte ich 10.000, ey. Schön vorsichtig hier hochkuschen. Da sieht er nämlich keiner. Da oben sind bestimmt wieder Gegners. Gegners. Oder auch nicht. Nice. Da kann ich jetzt direkt hier drauf fliegen. Wuhu! Überall Türme, 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 Türme. Too much Türme in the buildings. So, erstmal noch Ausdauer ein bisschen hoch, dann gehe ich von hier aus runter. Und dann haben wir den auch und dann können wir direkt zu den Urnis. Urnis. Oder vielleicht von da eher oben? Ich glaube, das ist noch besser. Das sind voll die Disco-Türme irgendwie. Aber man erreicht die gut. Das ist sehr schön. Oh nein, noch nicht. Nein, ich bin noch nicht ready. Oh, ich bin so dumm. Gut, dass sie keine Flugsicherheit hier haben, dass sie mich nicht von oben einfach runterschießen können. Weil ich mich da einfach anfliege. Und auch niemand, der die Türme irgendwie bewacht. Das juckt hier irgendwie gar niemanden. Hoffe ich zumindest. Ich verschrei's mal nicht, gell? Oh, 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 oh. Oh, hätte ich doch von oben vielleicht. Aber ich kann die auch verbrennen, die Dinger. Oder ich fliege nochmal von oben irgendwie lang. Kann ich überhaupt ein Feuer machen? Okay. Feuerfrüchte mit Pfeilen, gell? Wo sind denn... Ah, ja. Nice.
Ben! Ben! Na cool. So. Wäre ja wohl auch gelacht. So. Yeet. Nice. Und jetzt einmal hoch. Let's go. Und es geht wieder los. Da brennt die Hülle im Partyturm. Geil. Davor, die schießen nicht hoch und über mir ist eine Plattform. Patafoifoi. Yes. Die Musik. Oh! Glückwunsch. Ja, geil. Kann ich nämlich zu den Unis. Boah, da ist bestimmt der Endboss. Wette ich mit euch. Da, wo jetzt der schwere Wirbelsturm ist, muss ich hin. Aber jetzt geht's ab. My life be like. Ich muss mich einmal in die Himmelsrichtung drehen und dann nochmal in die Himmelsrichtung drehen. Paraglide aufmachen und hier hinfliegen. Hier hinfliegen. Da. Hier. Ich sehe nichts. Kann es endlich mal hell sein? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ist es dieser komische Turm hier? Aber glaube ich schon, oder? Das ist doch das Dorf. Ja. Ich erinnere mich. I remember diese. Eine Unterwelt, nice. Stimmt. Da saß doch der Vogel drauf hier. Der Vögel. Die kleinen Tempel, da kann man sich auch teleporten, oder nicht? Nee, gell? Es geht nur bei den Türmen, glaube ich. Oh Gott, Hilfe, das schaffe ich, glaube ich, gar nicht. Oh nein, 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 oh nein. Boah, das war aber ein harter Tod. Da kommt so der Held angeflogen und prallt erst mal an der Felswand ab. Wie erbärmlich. So, mit Ausdauer essen kann man es... Mit Ausdauer essen kann man es schaffen, ansonsten stürzt man ganz knapp davor ab. Dann muss man nämlich über diese, man kann auch über diese Täler gehen und dann schaltet man im Prinzip auch noch dieses Ding da vorne frei. Aber ich wollte jetzt einfach direkt ins Dorf. Und es geht doch auch. Schaut doch mal, Leute. Super. Und da oben ist direkt der, zu dem ich muss. Dorf der Orni. Oh, das war jetzt aber knapp unangenehm. Das ist doch blöd. Ich bin nämlich kein Küken mehr. Ich will die Riesenwolke erforschen. Zur Not auch ganz allein. Wenn wir bloß hier rumglucken, wird das Dorf... Oh. Huh? Du bist doch... Kulin, der Sohn von dem, vom letzten Mal, von Breath of the Wild, von dem. Link, es hieß, du seist verschollen, schön, dass du wieder wohlauf bist, kein Juckt, keiner sucht nach mir. Neuer Häuptling, er ist Häuptling geworden. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Mhm. Kennst du noch meinen Sohn Tulin? Er kann sich zwar schon aufblustern wie ein Großer, aber ganz erwachsen ist er noch nicht. Hey, ich hab euch doch schon gesagt, ihr sollt mich nicht behandeln, als wäre ich gerade frisch geschlüpft. Solange du weiter glaubst, du könntest allein die ganze Welt entgegentreten, bleibst du ein kleines Küken. Glaubst du etwa, ich kann mich nicht durchsetzen? Ich bin Flügge, jawohl. Ihr werdet noch alle Augen machen. Der Kundschaftungsflug heute etwa, der wird mir total problemlos gelingen. Ihr könnt weiter so tun, als wäre an dem Lied von der Himmelsarche etwas dran, aber ich glaube an so ein Blödsinn nicht. Blödsinn, pass auf, was du machst. Du liebe Zeit. Tulin will, dass wir ihm erlauben, die Ursache des Sturms zu finden. Es geht einfach nicht nach dem Lied.
Das Lied, das er meinte, ach, das ist nur eine alte Volksweise, die man hier im Dorf der Orni singt. Als vor langer Zeit ein Kataklysmus das Dorf drohte, war es ein großes fliegendes Schiff, das uns rettete. So zumindest erzählt er das Lied, das man schon seit Generationen bei uns singt. Heute ist es ein Kinderlied. Die wenigsten Erwachsenen sehen es als die tatsächliche Wahrheit an. Allerdings wollen manche in letzter Zeit eine Art fliegendes Schiff am Himmel entdeckt haben. Dazu kommt, dass man den Schneesturm und diese Wolke wohl eindeutig einen Kataklysmus nennen kann. Also, wer weiß, vielleicht ist an dem Liedchen ja doch etwas dran. Und sei das Lied von der Himmelsarche auch nur ein Kindergesang. Irgendwas geht da oben vor sich, das steht fest. Leider sind die Lüfte so wild und unruhig, dass nicht einmal wir Orni bis so weit in den Himmel vordringen können. Daher will ich klug und besonnen agieren und sorgfältige Vorbereitungen treffen, aber Tulin, nun ja. Er denkt, wir legen aus Feigheit die Flügel in den Schoß und hoffen blind auf göttliche Hilfe, wie sie das Lied verspricht. Aber ich will dich nicht weiter mit unseren Sorgen behelligen. Sag, weswegen bist du hier? Hep, 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 hau. Was? So etwas habe ich direkt unter Schloss Hyrule zugetragen. Das klingt, als hingen Prinzessin Zeldas Verschwundene und die merkwürdigen Ereignisse im ganzen Land zusammen. Das Volk der Orni würde sich aufrichtig gerne an der Suche nach ihr beteiligen, doch leider ist das derzeit nicht möglich. Dieser eigenartige Schneesturm setzt uns furchtbar zu und unsere Nahrung wird ausgesprochen knapp. Alle erwachsenen Orni nehmen den Schneesturm unter die Lupe oder suchen allenthalben nach Essen. Und seit mein Mann Häuptling ist, kann er das selbst das Dorf auch schwerlich verlassen. Ach, könnte ich doch nur etwas tun. Ah, vielleicht gibt es da jemanden, der dir mehr helfen kann als ich. Frag doch Herpes. Er sammelt alle möglichen Informationen. Vielleicht hat er ja schon etwas über die Prinzessin Zelda gehört. Siehst du die zwei Leuchtfeuer dort drüben brennen? Ah ja, eindeutig. Dort befindet sich eine Hütte, in der er sich aufhält. Schau doch mal vorbei. Okay. Tulin aus dem Dorf der Orin. Und Tulin wurde der Charakterübersicht hinzugefügt. Genau, Leute. Ab der nächsten Folge werde ich eure Kommentare mal einbinden. Da könnt ihr mir nämlich sagen, wie ihr am schlausten vorgeht. Sollen wir jetzt die komplett... Also hier kann man übrigens hochskippen und gucken, was oben geht. Sollen wir jetzt erstmal das hier machen? Oder ist es schlauer, erst die Tränen zu suchen? Was empfehlt ihr? Was würdet ihr tun? Ich bin sehr gespannt, auch auf eure Meinung zum Game generell. Ich habe sehr Lust, es mit euch durchzuspielen. Wenn ihr das auch wollt, lasst viele Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Natürlich auch Kommentare. Das hilft mir immer sehr, um zu gucken, kommt da mehr oder nicht. Und alle weiteren Zelda-Folgen, die ich eben mal aufgenommen habe, Breath of the Wild, falls ihr Breath of the Wild noch nicht kennt zum Beispiel, Ocarina of Time und alles Majora's Mask, was da alles in Zelda-Teilen gibt, findet ihr unten in der Beschreibung, könnt ihr gerne abchecken. Ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns und bis in der nächsten Folge.